Marshal, wake the warrior. Ladies and gentlemen, it's showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganikos Podcasts. Aber bevor wir richtig loslegen, gibt es natürlich wie immer den obligatorischen Werbeblock. Ganz kurz, aber nur mit dem Code Podcast10 spart ihr 10% auf alles bei muscle24.de und mit dem Code Podcast5 spart ihr immerhin noch 5% auf alles bei ganikos-original.de. Das soll es aber dann auch schon mit der Werbung gewesen sein und wir kommen direkt und ohne Umschweife zu unserem heutigen Gast, der für mich auf jeden Fall ein ganz besonderer ist. Ich darf heute nämlich Ercan Demir begrüßen. Ercan, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Ganikos Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr auf mich gekommen seid. Das bedeutet für mich schon einiges. Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Ercan, ich möchte mit dir heute mal ein bisschen anders anfangen als sonst, weil wie du weißt, ist die Fitness-Szene sehr schnelllebig, auch die Zeit heute ist sehr schnelllebig und da macht sich natürlich dann auch in der Fitness-Szene, gibt es sehr viele Veränderungen und demnach werden dich eventuell nicht mehr alle so kennen wie vor 2 Jahren vor deiner Abstinenz. Deswegen würde ich dich mal darum bitten, den Leuten mal zu erklären, wer Ercan Demir eigentlich ist. Also was muss man über dich als Person bzw. als Mensch wissen? Also müssen gar nichts. Ich bin Ercan Demir, wie gesagt, 49 Jahre alt. Ich bin mit 9 nach Deutschland und habe bis 15 bei FC Bayern Fußball gespielt, war ein Hoffnungstalent von FC Bayern. Dann habe ich mich verletzt und dadurch bin ich Bodybuilding gekommen. Ich wollte eigentlich nur meinen Oberschenkel stärken und nochmal Fußballplatz zurückkehren. Und dann ist dazu gekommen, dass ich so viel Spaß daran hatte, selbstdiszipliniert, hart arbeitend, an eigene Chance geglaubt habe. Und das ist mir dann geglückt. Mit 19 bin ich schon Juniorenweltmeister geworden, mit 23 türkischer Meister, mit 25 Europameister der Schwergewicht, dann 96 Vize-Weltmeister und so ging halt dann nacheinander los und habe danach 99 mit 29 Jahren den ältesten Fitnessstudio in München geführt, was dann Ercans Body Gym hieß, wo eben einige YouTuber auch durchgeschleust worden sind und habe letzten 4-5 Jahre Tausende von Menschen betreut, beraten über Ernährung, über Training, über Lebensphilosophie. Das ist ja für mich noch schwerer als eben nur trainiert und gut ernährt zu werden. Also ich finde es schon mal interessant, was du alles erzählt hast. Das ist so ziemlich mein roter Faden, den ich mir heute überlegt habe, den wir durch das Gespräch gehen werden. Aber ich habe auf jeden Fall noch einige andere Themen, die ich über dich interessant finde. Wir können da gerne mal relativ früh anfangen und dein Leben thematisieren, als du nach Deutschland gekommen bist, weil dein Leben ist ja schon nochmal ein bisschen anders, als es jetzt meins beispielsweise war. Wie war es für dich damals, als du im Alter von 9 Jahren in ein fremdes Land eigentlich gekommen bist? Weil für die meisten geht es ja heutzutage schon in dem Alter in die weiterführende Schule und du bist da gerade nach München gekommen, in eine Stadt, die auch sehr von Dialekt geprägt ist. Wie war das damals für dich? Ja, weißt du, alles, was neu kommt, wird erstmal schön aussehen. Also ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Ich habe natürlich gedacht, es geht so weiter. Meine Kindheit war sehr, sehr schön. Ich war in einem armen Dorf, bin ich aufgewachsen bis 9. Lebensjahr. Ich hatte Freiraum, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und ich habe gedacht, dass in München so weitergeht. Und dann ist auch gut weitergegangen. Ich hatte viel Spaß. Ich habe dann eben viel Fußball gespielt, dann in die Schule gegangen, 4 Jahre Hauptschule war mein Ding, schulische Ding, Ausbildung in Deutschland. Es war schön, also es war auch schön, aber ich habe gemerkt, dass mir von 2 Kulturen
diese Blickwinkel zu haben, geholfen hat. Mhm. Weil ich kam von ärmeren Verhältnissen und ich hatte nur eine Chance. Und diese Chance war, in die Gesellschaft, in die Mitte des Gesellschaft zu schaffen, habe ich nur Sport als Chance gesehen. Mhm. Ich habe keine besonderen schulische Bildungen gehabt, also Schule war mal weg, viel intelligenter als die anderen war ich auch nicht, interessierter auch nicht. Okay. Also habe ich nur Sport eine Chance gesehen und ich habe Ansprüche gestellt und ich habe alle Ansprüche auch bekommen. Aber dafür muss man kämpfen, dafür muss man wissen, was einem sein Recht ist und was einem die Pflichten sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mich angepasst in dieses System und habe eine Chance gesehen, durch Bodybuilding eben das zu erreichen, was ich erreicht habe. Mittlerweile bin ich einer der glücklichsten Menschen der Welt. Ich bin angekommen. Wir reden Bodybuilding sehr oberflächlich, aber diese Oberflächlichkeit hat sehr, sehr tiefgründige philosophische Lebensart, weil du bist nur mit dir beschäftigt. Und das hat mir so viel beigebracht, dass eigentlich diese Bodybuilding mein Leben bereichert hat. Man kennt ja Sport eigentlich. Du willst noch was sagen? Nee, also das war der Unterschied, dass ich eben die Sprache nicht konnte, im Gegensatz zu dir vielleicht, und in einen ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bin. Aber das war nicht negativ. Man braucht nicht viel, um zu leben. Wenn ich heute das Leben beobachte, früher sind die Menschen gestorben, weil die zu wenig Essen hatten, jetzt sterben die, weil die zu viel fressen. Also, weißt du, es hat sich eigentlich wenig geändert, es hat sich nur verlagert. Wir kennen ja Sport als eine Sache, in der Nationalität eigentlich primär erstmal gar keine Rolle spielt und den wir alle gemeinsam feiern können, da spricht man sozusagen dieselbe Sprache. Warst du jemals in deiner Anfangszeit, aber auch später mal mit Rassismus konfrontiert, als du hier nach Deutschland gekommen bist? Also ich muss als erstes sagen, ich habe in meinem Gym gesagt, wir beten alle in gleiche Richtung. Mhm. Man kann sich nicht aussuchen, wo man auf die Welt kommt, unter welcher Religion, unter welcher Nationalität und unter welchem Geschlecht. Das kann man sich nicht aussuchen. Wenn jemand auf das, was er ist, stolz ist, dann hat er ein Problem. Man sollte stolz drauf sein, was man geschafft hat. Man sollte stolz sein auf seine Art, aber nicht auf seine Bestimmung, die von anderen bestimmt worden sind. Rassismus habe ich in der Tat erlebt und sogar sehr, sehr heftig. Ich habe einen größeren Luxusschlitten gefahren. Mir wurden die Schrauben abgedreht, dass nur letzte Gewinde dran war. Bin losgefahren. Ein Reifen ist davon, hat sich gelöst. Und zeitlang war sehr, sehr schlimm, muss ich ehrlich zugestehen. Ich kam nach Hause und sofort ist der Telefon losgegangen und als ich rangegangen bin, du scheiß Türke, ich werde dich abfackeln und so weiter. Es ging so 5-6 Monate lang und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, der muss mich beobachten und so weiter. Ich habe dann Fangschaltung beantragt. Auf Festnetz konnte man damals Fangschaltung beantragen. Wenn diese Anrufe eingegangen sind, hast du einen Knopf gedrückt und dann hat Post festgestellt, aus welchen Nummer diese Nummer gewählt worden ist. Und das war mein Nachbar, der direkt neben mir wohnte, haben wir dann festgestellt. Danach hat es aufgehört, aber ich muss sagen, wegen dieser Sache habe ich nie diese ganze Nation so gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde gehabt, die genauso das Leben und Menschsein so gesehen haben wie ich. Sowas hat mich eher, wie soll ich sagen, weißt du, wenn ich glaube, kaputte Menschen gibt es in jedes Land und jeder Generation. Deswegen habe ich das nicht allzu schlimm empfunden, weil ich ein selbstbewusster Mensch war. Wenn ich ein bisschen Komplexe gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht unter der Decke begraben und gesagt, Scheiße, die sehen mich nicht so, wie ich bin und so weiter. Aber ich hatte starke Selbstbewusstsein, auch durch Bodybuilding, glaube ich. Ich denke, dass 90% der Bodybuilder wirklich Bodybuilding machen, weil die Minderwertigkeitskomplexe haben. Ich mit. Wir wollen Bestätigung. Es ist aber nicht schlimm. Es ist, am Anfang fängt man deshalb an, irgendwann entwickelt man sich, dann hat man eine andere Persönlichkeitsentwicklung und dann ist man der, der eigentlich sein
der wir sein wollen. Genau, der wir sein wollen. Und das schafft man so. Und deswegen habe ich diese Erlebnisse gehabt. Aber ich habe, glaube ich, gut weggesteckt. Also wenn du jetzt nicht gefragt hättest, hätte ich von mir aus das nicht erzählt. Deshalb nicht, weil das kein Cut in meinem Leben war. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, aber auch sehr gut, dass du es so weggesteckt hast. Die Person, als du damals herausgefunden hattest, hey, das war mein Nachbar, der mich da beleidigt hat, der mich wirklich auch rassistisch angegangen hat, hast du die zur Rede gestellt oder hast du gedacht, nee, die Person kann ich sowieso nicht mehr ändern, das ist für mich erledigt eigentlich? Weißt du, das war, ich glaube, 1995, damals habe ich 127 Kilo gewogen. Und wenn irgendeiner, der 70 Kilo vor dir steht, kriegt er Angst. Also er hat natürlich keinen Mucks gemacht. Er wusste, was Sache ist. Das ist dann polizeilich auch dann geklärt worden. Ich habe noch 1-2 Jahre, glaube ich, neben ihm noch gewohnt, aber habe auch das nicht als, wie soll ich sagen, dieses Niveau ist für mich zu niedrig, dass ich mich lebenlang damit beschäftigt hätte. Okay. Deswegen war das für mich auch, habe erlebt, aber ist vorbei. Dadurch, dass du quasi deine erste Lebenszeit in der Türkei verbracht hast und dann nach Deutschland kamst, hast du ja gegenüber mir, glaube ich, einen sehr großen Vorteil, nämlich, dass du zwei Kulturen hast kennenlernen können. Würdest du sagen, dass am Ende jetzt auch so zwei Herzen in deiner Brust schlagen und du von beidem so das Beste mitgenommen hast, weil die Deutschen sind so sehr diszipliniert, die sind immer pünktlich und in der Türkei herrscht, glaube ich, mehr so eine größere Herzlichkeit, als wir es jetzt in Deutschland zu pflegen wissen. Würdest du sagen, du hast so das Beste aus beiden Welten mitbekommen? Also ich würde auch da nicht pauschalisieren, weißt du, ich bin in eine Familie auf die Welt gekommen, wo sehr, sehr viel Toleranz da war. Mhm. Wir sind nicht streng religiös, wir beten nicht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern nicht irgendeine Richtung gelenkt haben. Ich hatte die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie ich lebe, an wem ich glaube und, wie soll ich sagen, keine Bestimmungen. Die Bestimmungen waren automatisch von der Natur oder von meiner Gedankenwelt da, aber nicht von irgendjemandem, der älter war oder der zu meiner Familie gehört hat. Die Herzlichkeit, ich denke, dass man das Leben lieben müsste. Und um das Leben zu lieben, musst du erstmal dich selber lieben lernen. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, dann liebst du alle und alles. Leider Gottes haben wir sehr viele Schafe auf der Welt, dass die ein Schaf brauchen als Leitschaf. Mhm. Und wenn diese ein kaputtes Schaf ist, dann werden die dahinter auch kaputt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir Menschen alle eigentlich sehr, sehr rein sind. Nur die Umstände, Lebensweisen, was man lernt, in welche Familie man auf die Welt kommt. Und meiste Problem ist Mangel Kommunikation. Wir reden zu wenig. Wir sind so anonym geworden, dass wir anonym morden. Wir bringen Menschen um, die wir nicht kennen. Wenn wir ein Wort mit denen gewechselt hätten, hätten wir vielleicht beste Freunde werden können. Aber wir töten. Wir sind, wie soll ich sagen, nicht kommunikativ. Und je anonymer man wird, desto unwichtiger werden die Menschen drumherum. Wir leben zwar in einer Gemeinschaft, aber doch sehr anonym. Und das habe ich immer wieder auch in meinem Studio gesehen, wo ich Weihnachten eben Studio komplett normal offen hatte, wie viele Menschen einsam waren. Ja, und auch anonym. Ich denke, ich habe mit Sprechen oder mit Zugehen, Hallo sagen, nur gewonnen. Und das sollte jeder mal machen. Ich glaube, niemand erklärt jemanden doof oder was, wenn er, hi, wie geht's oder was weiß ich, auch wenn das nur kommunikationshalber das gemacht wird. Mhm. Ich glaube, somit können wir viele Hürden noch wegschaffen, nationale, religiöse Grenzen gibt es für mich nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht, weil ich in der Türkei auf die Welt gekommen bin, sondern weil ich so ein Wesen habe in mir. Und das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, den du nur mit dir selber machen kannst.
Ich gebe dir recht, auf jeden Fall. Also gerade ein Lächeln, ein Hallo, ein Bitte, ein Danke kostet kein Geld. Das wird heutzutage sehr häufig vergessen, dass Freundlichkeit etwas ist, was dir nicht schadet, sondern eigentlich nur anderen Menschen zuträglich sein kann. War das so eine Einstellung, die du schon immer hattest, oder ist es wirklich auch ein Entwicklungsprozess gewesen, der sich über jetzt deine mittlerweile mehrere Jahrzehnte, die du auf der Welt bist, so ergeben hat? Also ich habe viele Menschen oder viele Sachen, die auf der Welt passieren, nicht verstanden. Ich verstehe ich immer noch nicht. Mhm. Ich glaube, ich hatte schon eine Grundvoraussetzung für Freundlichkeit und für Miteinander, Hilfsbereitschaft zu besitzen. Weißt du, einige haben mich hier jetzt meine Videos kommentiert, die sagen alle, jetzt fehlt nur noch ein Kind. Ich liebe alle Kinder der Erde. Wenn man nur das Kind liebt, was von einem selber ist, das ist für mich Armutszeugnis. Das, wenn du diese Grundding Liebe empfindest, dann liebst du nicht nur Kinder der Welt, sondern alle Menschen auf der Erde. Wie können wir das schaffen? Indem wir uns die Fragen stellen, nicht andere Fragen. Und wenn wir eine Frage stellen an uns selber und darauf keine Antwort haben, da ist eine Lücke. Wir müssen auch den Antwort drauf finden. Dann, glaube ich, gibt's viel mehr Liebe unter Menschen. Vor allem die Vielfältigkeit bereichert uns ja allen. Ich bin hierher gekommen, haben wir noch nicht erwähnt, nur weil hier sehr, sehr viele Völker miteinander leben. Mhm. Ich würde mein Leben zu arm empfinden, wenn hier nur Türken leben würden. Muss ich ehrlich zugestehen. Mhm. Und das habe ich natürlich auch in Deutschland geliebt, weil verschiedene Mischung bereichert das Leben. Ja? Wo du traurig bist, lacht der andere drüber, weil die ganz anderen Humor besitzen. Und das bringt dich auch zum Lachen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Grundeigenschaft, die man entweder besitzt oder nicht. Das hat mit kontinentalen Dingen gar nichts zu tun, glaube ich. Ich höre schon raus, dass du auf jeden Fall Nationalität Mensch bist und dich nicht von irgendwelchen Ländergrenzen bestimmen lassen möchtest. Ich finde auf jeden Fall das Gespräch bisher schon mal sehr, sehr interessant. Ich konnte da jetzt schon sehr viel mitnehmen. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir kommen später auch darauf zu sprechen, warum du jetzt dich dafür entschieden hast, in der Türkei zu legen. Ich möchte aber noch mal auf deine ganze sportliche Laufbahn zu sprechen kommen. Deine Karriere sportlich gesehen verlief ja von Anfang an jetzt nicht so, wie man es eigentlich hätte planen wollen, wie du es hättest geplant, wenn du Herr deines weiteren Lebens hättest sein können. Du wolltest, wie du gesagt hast, eigentlich Fußballer werden, hast die Jugendabteilungen von 1860 München und vom FC Bayern München durchlaufen und hattest dann damals einen Kreuzbandriss. Für die meisten Menschen heutzutage können sich es gar nicht vorstellen, dass ein Kreuzbandriss zum Karriereende führen kann. Ich muss dazu erwähnen, mein Vater war auch Profifußballer, er wurde Sportinvalide durch einen Kreuzbandriss, Ende der 80er Jahre auch, ist ein bisschen älter als du, aber ging so in die gleiche Zeit. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, aber es war quasi dein Karriereende recht früh. Wie war es für dich, dann mit 16, glaube ich, zu erfahren, eigentlich mit dem Fußball geht es nicht mehr weiter? Hast du da Trübsal geblasen? Oder relativ schnell dich neu umorientiert? Ja, du hast, obwohl du jünger bist, sehr gut das dargestellt. Weißt du, vor 30 Jahren war ein Kreuzbandriss nicht mehr reparierbar. Also man konnte, wenn man auch operiert hat, war Reha-Aufbautraining so langfristig, dass man nicht mehr zurückgekommen ist. Mittlerweile kannst du doppelten Kreuzbandriss haben und die tun halt was annähen, Schweinesehne oder was weiß ich was. Mhm. Du kannst trotzdem Fußball spielen, vor allem kannst du nach 3-4 Wochen echt mit Laufen und so weiter beginnen. Ich war wegen der OP 6 Wochen im Krankenhaus. Also nur wegen der OP, also das war schon Wahnsinn. Ja, es war ein Zusammenbruch, weißt du, ich habe immer gesagt, Vernunft darf niemals siegen. Und jetzt sage ich, man muss vernünftig sein. Mhm. Ich habe auch Fußball so gemacht wie Bodybuilding. Ich habe für viele Vereine, die nicht so gut waren, auch geholfen. Ich habe zu viel gespielt. Ich bin zu viel gelaufen. Ich war zu übereifrig. Ich wollte, ich hatte Spaß am Tun. Mhm. Hätte ich ein bisschen mehr Intelligenz gehabt, hätte ich vielleicht geschafft. Aber
Ich muss auch sagen, es ist instinktiv in meinem Leben alles gut geworden. Deswegen, ein Champ kann hinfallen, es ist kein Problem, man muss aufstehen. Ich bin operiert worden, das war tragisch und dann habe ich sogar eine gute Geschichte. Ich habe dann Krankengymnastik gemacht und mein rechter Oberschenkel, wo operiert war, war 5 cm dünner als linker Oberschenkel. Mhm. Da hat die Krankengymnastiklehrerin mich ausgelacht. Sie war so 60, 65 Jahre alt. Mein Gott, du gibst mit 15, 16 dein Leben auf. Das kann doch nicht sein. Geh ins Gym und stärke dich ein bisschen. Und ich bin dann nach 3 Jahren Juniorenweltmeister geworden, habe einen Blumenstrauß gekauft und bin zu ihr hin und habe gesagt, reichen die Oberschenkel so und so. Sie hat dann natürlich sich sehr gefreut. Anscheinend war das in mir schon drin, dass ich ein zielorientierter Mensch bin. Und egal, was in meinem Weg gestanden ist, entweder bin ich drüber gesprungen oder gestolpert, aber ich bin aufgestanden. Wie du weißt, habe ich dann 96 meinen Bizeps abgerissen, meinen Bizepssehne abgerissen. Das war auch ein Schlag, das war kurz vor Weltmeisterschaft. Aber das waren, wie soll ich sagen, das war okay so. Das hat mich gestärkt, das hat mich geformt, das hat mich motiviert, das hat mich gelehrt, dass ich noch mehr kämpfen muss. Und das ist ein instinktives Vorgehensweise, was dich nur stärken kann. Und das ist mit mir passiert. Also deswegen alles gut. Ich war vielleicht in der Zeit traurig, aber ich wusste, ich muss aufstehen und weitergehen. Wie schnell kamst du auf den Zug Bodybuilding? Also wann war dir klar, ich möchte mit dem Bodybuilding weitermachen? Also ich bin mit 16, um eben meinen Oberschenkel wieder zu stärken, ins Gym gegangen. Nach 3-4 Monaten wusste ich, dass Knie nicht mehr so hält, wie es zuvor war. Und in dem Studio, das war eben älteste Fitnessstudio in München, und da waren einige Wettkampf-Bodybuilder. Mir hat auch das gefallen, weißt du, an sich zu arbeiten. Mhm. Ich war, glaube ich, vornherein kein Spieler. Ich war Arbeiter. Und Fußball spielst du. Ja, du lenkst dich 2 Stunden ab. Ich liebe Fußball nach wie vor. Mhm. Aber Fußball ist nicht einmal 15% dessen, was Bodybuilding ist. Mhm. Bodybuilding ist eine Lebenseinstellung. Bodybuilding muss 24 Stunden klappen. Und Fußball hast ein paar Mal trainiert in der Woche. Du wusstest nicht einmal, was du isst. Ja, es war scheißegal. Vereinsheim hat gekocht und so weiter. Also ich muss sagen, nachhinein, ich hätte vielleicht mit Fußball mehr Geld verdient. Vielleicht hätte ich aber diese Erfahrungen, was jetzt in mir sind, dass ich glücklicher, bescheidener und weitsichtiger leben kann, ist für mich jetzt viel wichtiger, wie eben 10 Millionen Euro mehr in mein Leben würden nichts ändern. Das würde mich nicht glücklicher machen. Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklicher Mensch, und das ist auch durch Bodybuilding passiert, und dafür bin ich dankbar. Deswegen denke ich nicht nach, was wäre, wenn ich Fußballer gewesen wäre. Vielleicht wäre ich jetzt ein Trainer oder was weiß ich was. Aber Bodybuilding mache ich immer noch weiter, und das ist das Schöne daran. Damals, als du im Fitnessstudio angefangen hast, hattest du da eine Art Mentor, der dir gesagt hat, Ercan, pass auf, so wie du Erfolge verzeichnest im Gym, du hast das Talent, wirklich auch mal größer hinauszugehen in dem Sport? Oder hat sich das einfach so nach und nach entwickelt? Also ich muss ehrlich sein, mein erster und letzter Vorbild war mein Vater. Mhm. Ich nehme Menschen, die ich nicht kenne, nicht als Vorbild. Vielleicht sportlichem Vorbild, aber auch das mache ich nicht. Für mich ist diese menschliche Vorbild wichtigste Aktion. Du kannst in einem Fach wirklich sehr, sehr erfolgreich sein, und wenn du als Mensch versagst, ist für mich schon unterste Ding. Also Mensch sein ist sehr, sehr komplex, und das ist für mich vorderste Linie gewesen. Mhm. Natürlich habe ich Bodybuilder bewundert. Ich hatte mein Zimmer vollgeklebt mit allen Flex-Posters, die drin waren damals. Und ich wollte bei dem ersten Meisterschaft, Münchner Meisterschaft der Junioren, mit 18 habe ich da teilgenommen. Ich wollte einfach in die Finale kommen. Und ich habe es gewonnen. Ich habe zeitlang bis zur Weltmeisterschaft habe ich keinen Wettkampf verloren. Und da bin ich mit einem Punkt Unterschied Zweiter geworden. Mein Unterschied war auch, im Gegensatz zu vielen Bodybuildern,
Ich wollte einmal Olympia teilnehmen. Also ich habe auch meine Chancen sehr, sehr realistisch eingeschätzt. Weißt du, ich wollte lieber ein guter Amateur sein, wie ein schlechter Profi werden. Ja? Auch wenn ich die Weltmeisterschaft damals gewonnen hätte, es ist leider wegen einem Punkt gescheitert, hätte ich wahrscheinlich bei der Mr. Olympia-Wahl 97 teilgenommen, weil da die Quali dafür, das war Voraussetzung. Dann hätte ich auch nicht mehr mitgemacht. Ich wusste, wie weit ich gehen kann. Und das finde ich gut, dass ich lebensklug gehandelt habe in allen Schritten im Leben, weil es geht um Leben. Wie soll ich sagen, 10 Jahre lang hinter einem Wettkampf herlaufen und sagen, ich will das gewinnen. Das würde mich zu viel Lebenszeit kosten und dafür hatte ich keine Zeit. Weil 10 Jahre meines Lebens nur mit einem Ziel zu verbringen, passt in meinen Kopf nicht rein. Mit der Bodybuilding-Karriere lief es ja dann bei dir auch nicht ganz so reibungslos leider. Du hast es erwähnt, 1999 hattest du den Bizeps gerissen. Und ich zitiere mal von Wikipedia, da stand 1:1 dort so drin, aufgrund der fehlenden Symmetrie seines Körpers musste er das Wettkampf-Bodybuilding vorzeitig beenden. Stimmt das so? Hast du wirklich gesagt, der Bizeps, das sieht nicht mehr so schön aus? Ich muss da jetzt Schluss machen? Oder was waren die Gründe? Also ich habe so gesehen, du weißt ja, wenn man 10 Jahre Bodybuilding gemacht hat, vor allem müssen wir jetzt ein bisschen zurückblicken, Bodybuilding-Geschichte ist mittlerweile 40, 50 Jahre. Und wie mit Kreuzbandfeuer, wie wir geredet haben, das war Karriereende. Ich habe meinen Bizepssehne abgerissen, 96, nicht 99, da ist ein Fehler. Okay. Mit 26 Jahren. Weißt du, bei Weltmeisterschaft der Männer und so weiter hast du noch kein Risse und so weiter, Beulen oder Dellen gesehen, die deine Symmetrie ein bisschen gestört haben. Deswegen habe ich ja von 96 bis 2010 fast keinen Wettkampf bestritten. Das sind fast 14 Jahre. Aber in den 14 Jahren kamen so viele Bodybuilder, die auch Brust abgerissen haben, Bizeps abgerissen. Das war wie wenn du einen Krieg geführt hättest und du verwundet worden bist. Ja. Das hat dazugehört. Du warst ein Krieger, du hast gekämpft. Du hast jeden Tag mit den Gewichten gekämpft, das ist Bodybuilding. Und deswegen habe ich gesagt, okay, auch wenn mein Bizeps nicht 100% passt, ich werde nochmal probieren, wie du weißt, 2010 habe ich nochmal Senioren-Weltmeisterschaft mitgemacht, wo wir auch diese Pumping-Archer-Dokumentation-Film gedreht haben. Die haben mich ja 14 Monate begleitet, wie ein Bodybuilder lebt und liebt. Ich war überrascht, dass dann so ein Resultat daraus kam. Ich hätte nicht gedacht, weil ich ja das, was ich da gemacht habe, immer mache. Das heißt, dieser Satz, was du gelesen hast, hat gepasst, hat gestimmt. So ganz stimmt es ja dann wirklich doch nicht, wie du gerade schon gesagt hast. Deine Karriere war dann nicht zu Ende. Du bist nochmal auf die Bühne zurückgekehrt, hast dich nochmal nach den ganzen Strapazen zurückgekämpft wieder und nach 14 Jahren wirklich nochmal in Angriff genommen, auf die Bühne zurückzukehren. Hattest du irgendwie das Gefühl, noch eine Rechnung offen zu haben oder was war der Grund, der dich angetrieben hat, nochmal auf die Bühne zu steigen? Also erstens, ich liebe zu kämpfen. Ich habe genug Pause gehabt, um mich zu regenerieren. Und was mich auch sehr motiviert hat, damals war ich mit meiner Freundin zusammen, die, also damalige Freundin von mir, hat Bodybuilding geliebt. Und sie hat halt das nie gesehen, wie ich war. Sie hat halt jeden bewundert. Und ich habe, glaube ich, instinktiv gesagt, ich werde es dir beweisen, dass ich nochmal Weltspitze schaffen kann. Wie der Teufel will, bei dem Wettkampf hat dieser Ahmed Hamoudi dritten Platz gemacht, den wir ein Jahr zuvor bei der Gastauftritt bei der Bayerischen Meisterschaft sie so bewundert hat. Mein Gott, wie brutal und so weiter. Ich habe ihn geschlagen. Ja. Dann habe ich das auch gesagt. Ich glaube, irgendwie hat sie mich motiviert, nochmal zurückzukommen. Vor allem, es war eigentlich ein Test und als dann Filmaufnahmen entstanden sind,
ist dann konkret geworden, dass ich keinen Rückzieher mehr machen kann. Mhm. Und was mir auch gefallen hatte, also dieser Film hat mein Leben verändert, muss ich sagen, habe ich durchgezogen. Es war kein Muss, aber es war gut so. Mhm. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin eigentlich nicht gut veranlagter Bodybuilder gewesen. Ich musste sehr, sehr viel Gewalt anwenden, dass ich irgendwas erreiche. Mhm. Ich hatte auch brutale Probleme in der Diät und so weiter. Manche stecken das gut weg. Ich habe das nicht so gut weggesteckt und deswegen war ich dann auch froh, als es dann vorbei war. Und jetzt zum Beispiel würde ich nie mehr auf die Idee kommen, nochmal über 50 und so weiter teilzunehmen. Hast du irgendwas mitgenommen an Schäden aus deiner Bodybuilding-Zeit, außer jetzt deine Wehwehchen, dein Bizeps, dein Knie vielleicht, was sich nicht verbessert hat, auch durch die schweren Gewichte? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, ich habe das auch immer noch nicht so wirklich verkraftet, oder geht es dir eigentlich dafür, dass du ja doch es am Ende, du warst jetzt nie IFBB-Pro, warst nie bei Mr. Olympia, aber hast es trotzdem ja professionell betrieben. Hat sich irgendwas niedergeschlagen auf deine Gesundheit? Also ich muss sagen, Gott sei Dank nichts. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin kerngesund, auch wenn ich jetzt in der Zeit, wenn ich so Blut abnehmen lassen habe, Blutwerte und so weiter waren wirklich wie von ein siebenjähriges Kind. Mhm. Ich habe mich halt perfekt ernährt und so weiter. Du weißt, Leistungssportart hinterlässt deine Spuren. Ich bin jetzt 49 Jahre alt. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Ich bin aber dankbar, dass ich 49 geworden bin. Viele Leute freuen sich auf Geburtstag. Ich freue mich auf jeden Tag, den ich noch weiterleben kann und darf, weil ja doch einige Kollegen von uns gegangen sind, die in meinem Alter waren. Und das macht mich eigentlich traurig. Ich weiß nicht, was die falsch gemacht haben oder was, warum das so sein sollte. Aber ich habe vorhin gesagt, ich habe instinktiv klug gelebt und Gesundheit schon auch vorgezogen. Weißt du, es ging nicht immer, koste es was wolle. Und jetzt nachhinein muss ich ehrlich sein, gewinne ich hier jeden Tag eine Weltmeisterschaft. Mhm. Wenn ich meine Bilder anschaue, habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich das bin. Mhm. Und natürlich sollte man kämpfen, wenn die Möglichkeit da ist, zu kämpfen. Aber alles gut platzieren. Wir werden in diesem Körper länger drin stecken und deswegen auch schützen und schätzen das, was wir haben. Das habe ich, glaube ich, im Unterbewusstsein immer gehabt und deswegen bin ich kerngesund. Mir fehlt nichts. Ich trainiere nach wie vor, manchmal sogar jeden Tag, ernähre mich perfekt. Einzige, was sich geändert hat, ich esse weniger. Okay. Wer viel isst, lebt nicht lang. Es sind noch ein paar Sachen zu verbessern, das werde ich auch nach und nach machen. Ich finde, Bodybuilding wird mich immer stärken im Leben, aber das Leben interessiert mich viel mehr mittlerweile. Und es wäre auch traurig, wenn man mit 16 Bodybuilding anfängt und bis 60 oder 70, 80, natürlich sollte man trainieren, aber sagt, ich bin ein Bodybuilder und ich muss das und das. Das ist für mich zu arm. Ich will reich leben. Ich will verschiedene Sachen machen. Ich habe 15 Jahre Wettkämpfe gemacht. Ich habe 20 Jahre lang ein Gym geführt. Und jetzt bin ich ausgestiegen und bin Leben interessiert, Natur interessiert. Bodybuilding ist nur ein Begleiter in meinem Leben. Und das ist gut so. Du warst meinem roten Faden schon ein bisschen voraus. Du hast es angesprochen, im Zuge deiner Bühnenrückkehr gab es damals die Dokumentation Pumping Erjan. Ich fand die damals super. Ich muss gestehen, ich habe die gekauft, habe sie dann verliehen und mittlerweile habe ich sie nicht mehr. Also derjenige, der das jetzt sieht, ich weiß auch nicht mehr, wem ich sie damals ausgeliehen habe. Ich hatte sie, glaube ich, 2013 gekauft. Gib mir meine Dokumentation wieder zurück. Ich würde sie gerne nochmal angucken. Wie hat sich das damals ergeben? Ist ja nicht üblich, dass einfach irgendjemand auf dich zukommt und sagt, Erjan, komm, wir wollen mal mit dir eine Dokumentation drehen. Wie war das damals? Ja, ich glaube, meine Art hat schon einige Leute aufgeweckt. Ich meine, weißt du, trotz Bodybuilding habe ich nie gesagt, ich bin der oder der, sondern ich habe gezeigt, wie ich bin. Und der Kameramann hat bei mir trainiert und er hat die Idee gehabt, mich zu begleiten, nur für mich, Bildmaterial für mich.
Und dann war er, glaube ich, Los Angeles bei der Oscarverleihung, hat für BR irgendwas abgedreht und da hat er einen Regisseur getroffen, dem er die Idee halt erzählt hat und der Regisseur hat gesagt, ich zahle komplett den Film, du drehst das HD-Format für ein Kino-Ding-Aufführung. Und dann haben wir angefangen. Dann ist der Tontechniker dazu gekommen, Regisseur noch dazu gekommen. Mhm. Wir haben 90 Stunden Bildmaterial gehabt. Da sind so viele tolle Szenen noch, die gar nicht so dran waren. Dann war der Cutter ein Glücksfall. Musik hat La Brass Banda komponiert. Mhm. Also es war alles in Bayern geschehen und entstanden. Und ich fand Doku sehr, sehr ehrlich, weil das 1:1 rübergebracht worden ist. Ich habe keine Szene wiederholt, meine okay. Stimmung und so weiter. Es war alles so, wie es war. Es kam an, weil vielleicht war die Zeit auch dafür reif, dass wir von der Gesellschaft, die mit Bodybuilding nichts zu tun haben, nicht mehr als Hollköpfe bezeichnet werden. Weißt ja. du, nicht nur Bizeps und nichts im Hirn. Hm. Wie kann jemand dicken Bizeps haben, der leeren Kopf hat, ja, das kann nicht sein und dafür war dieser Film gut geeignet. Es ist in 35 Kinos gelaufen. Wir haben in München Dogfest Preis gewonnen, die 25.000 Euro dotiert war. Wir haben bis vor ein Jahr über Amazon mehr verkauft wie Klitschko seine Dokumentation. Okay. Also wir waren so zufrieden, dass wir Netflix abgelenkt haben. Jetzt ist rausgenommen nach 5 Jahren. Ich habe auch wenige jetzt in der Hand, sonst hätte ich dir eins ja. geschickt. Ich weiß nicht, wer die hat. Wenn wirklich Leute hören und die brauchen das nicht, ich würde denen abkaufen. Die können mir zuschicken. Also nochmal. Ich glaube, ich habe bei Amazon vorher geschaut. Es gibt, glaube ich, noch 2. Ich bin sehr überzeugt davon, dass ich mir eine kaufen werde und die dann zu dir in die Türkei schicke, um sie mir auch noch signieren zu lassen, weil sowas ist immer cool in so einem Trophäenschrank. Einfach, dass man auch was Persönliches hat. Wenn man die Person schon kennt, finde ich, ist so eine signierte Person immer auch viel wert, auf jeden Fall. Vielen Dank, das kann ich machen. Wenn 2 gibt, kaufe ich den anderen auch, weil ich brauche welche. Ist ja mit türkischer Untertitel, wie du weißt, und Englisch. Ja. Und die Türken hier verstehen halt kein Deutsch. Dann würde ich denen mal zeigen, was da vorgefallen ist oder was ich da erzählen wollte. Hm. Genau, so war es dann. Dann haben wir abgedreht und hat auch gepasst, dass ich nicht Erster geworden bin. Das war cool. Hm. Bei der Premiere waren 1500 geladene Gäste da. Ja. Und nach dem Film bin ich auf die Bühne gestiegen. Weißt du, die 1500, die wenig mit Bodybuilding zu tun hatten, sind alle aufgestanden und 20 Minuten geklatscht. Mhm. Ich wusste nicht, was ich da oben tun sollte, weil ich habe Weltmeisterschaft mitgemacht, war ich nicht so aufgeregt wie da. Ja. Und da habe ich gesehen, okay, unsere Message ist angekommen. Ja. Wir haben einfacher Leuten auch gezeigt, wie wunderbar dieser Bodybuilding sein kann. Oder wie wunderbar es ist, im Leben nicht aufzugeben. Gibt es nicht die Möglichkeit, dieses Videomaterial, die Dokumentation jetzt digital einfach Amazon zur Verfügung zu stellen und sie dann digital zum Kauf anzubieten? Oder wie du gesagt hast, Netflix zum Beispiel? Keine Ahnung, also ich habe die Rechte nicht. Ich war nie an Geld interessiert, weil ja. ich mein Gym, mein Lohn immer rausbekommen habe. Ich habe keinen Cent von diesem Film bekommen. Das waren die Macher, aber ich bin trotzdem dankbar, dass die so eine tolle Arbeit gemacht haben. Könnte man, ja, man könnte fragen. Der Cutter hat alle Bildmaterial noch da. Vielleicht kommt irgendwann Pumping Action 2, wer weiß. Ja. Diesmal noch, wie soll ich sagen, noch inhaltlicher. Ich meine, ich habe mich entwickelt, ich habe mich ein bisschen verändert. Es sind manche Sachen, die ich jetzt mache, viel wichtiger als die Sachen, die ich damals gemacht habe. Ich denke, man kann die Menschen schon erreichen. Weißt du, ich habe kürzlich gelesen, dass früher die Menschen immer jemanden hatten, der denen zeigt, was man machen soll. Oder ein Gelehrter oder ein Pastor oder ein Mönch. Mhm. Mittlerweile sind die Menschen da
wo die alles selber machen können und dürfen. Es war noch nie die Zeit, was wir jetzt haben. Mhm. Also die Menschen können selber überlegen, was die machen wollen. Und trotzdem machen jetzt die Menschen das meiste falsch. Wenn wir ein bisschen recherchieren, nur 5% der Menschen auf der Welt, nicht nur in einem Industrieland, sondern auf der Welt, sind nicht betäubt. Das heißt von Medikamenten, Alkohol oder Essstörung. Kannst du dir das vorstellen? 5%. Schwierig, ja. 5% der Menschen können ein Naturschauspiel, ohne betäubt zu werden, schön empfinden und so realisieren, wie es ist. Das ist ein Armutszeugnis. Wir brauchen Menschen, YouTube dient dafür, auch das, was du machst, dient dafür, Menschen eine Perspektive zu bieten. Die müssen das nicht 100% übernehmen, aber die können für sich davon viel nehmen. Wir sehen, dass die Menschen überfordert sind und deswegen finde ich, dass man sowas immer wieder machen sollte. Und meine Mission ist, wenn jemand Interesse dafür hat, wie man noch qualitativer leben kann, wie man gegen System, gegen Medien oder gegen was weiß ich was, gegen Bestimmtheit was machen kann, finde ich sehr, sehr gut, dass man darüber reden müsste. Manche schaffen das nicht, weil die andere Sachen gut können. Man kann nicht in jedem Fach Spitze sein. Und das sehe ich dann eben als eine Mission, was ich demnächst viel mehr rübergeben werde. Also ich würde mich freuen, wenn es eine zweite Fortsetzung geben würde von Pumping Erjan, weil ich glaube, du hast viel zu erzählen und es geht mittlerweile vor allem auch weit über das Bodybuilding hinaus. Also was du erzählst, hat viel übergreifender Einfluss auf die Menschen als jetzt nur in diesem Sport beschränkt. Danke, ja, es ist auch so. Also Bodybuilding ist nur ein Teil des Lebens, aber nicht komplett das Leben. Du hast es angesprochen, damals, als du das erste Mal deine Karriere beendet hattest, hast du ein Fitnessstudio übernommen, das Erjans Body Gym, gibt es jetzt nicht mehr. Wie kam es damals dazu, dass du die Möglichkeit hattest, das zu übernehmen? Also ich habe kurz davor ein anderes Studio angeschaut, weil ich nach 96, also nach dieser Verletzung und Weltmeisterschaft, nicht mehr gearbeitet habe. Ich habe erkannt, dass ich ohne Arbeit mehr Geld verdienen kann. Ich habe von 96 bis 99 sehr viele Gastauftritte gemacht, habe mehr verdient, wie ich damals bei Siemens gearbeitet habe. Und ich bin in dieses Studio reingegangen, weil ich den Besitzer nochmal besuchen wollte. War ein alter Herr, sogar deutscher Meister war er, Wolfgang Randelshofer hieß er, ist leider von uns gegangen, Ruhe in Frieden, Wolfgang. Ich bin rein, er war nicht mehr da, war Nachbesitzer drin und die waren gerade dabei, das Studio zu verkaufen. Hat aber niemand gekauft, weil das ein Bruchbude war. Und der Metzger daneben wollte diesen Raum kaufen und als Lager benutzen. Und der hat mir dann gesagt, hey, nimm das und du wirst glücklich sein damit und so weiter. Es war Peanuts von Geld, also es war sehr, sehr billig. Ich habe dann gesagt, okay, mach ich mal. Habe übernommen. Ja. Und am Anfang sind die Frauen reingekommen und rückwärts wieder raus. Ja. Bodybuilder und Türke und Bart und was weiß ich was. Es hat lange gedauert. Ja. Wir waren nur reines Männerstudio, hatten sehr, sehr schlechten Ruf von vorher. Aber ab 2014 waren 60% der Kunden Frauen. Okay. Also, wenn du in einen Raum deine Seele reintust und deine Arbeit ehrlich und transparent machst, dann kriegst du die Belohnung. Und das war für mich die Bestätigung, dass ab da 2015, 2014, ich habe zeitlang Aufnahmestopp gehabt. Okay. Ja. Ich habe die Leute gar nicht untergebracht. Tageskarten waren am Tag mehr Einnahmen wie fast meine Mitglieder. Weißt du, also das hat mir schon gezeigt, okay, irgendeine Art von unserer Vorgehensweise kommt an. Und Rest weißt du ja, 2019 sind dann 20 Jahre geworden und diese Location
war nicht mehr tragbar wirtschaftlich für die Hausherrin. Und deswegen musste ich raus. Aber ich muss ehrlich sein, das war das Beste, was mir passieren hätte können. Okay. Es ist gut. Also ich hätte vielleicht noch 5 bis 10 Jahre verlängern wollen, aber es ist gut, dass es nicht dazu gekommen ist. Das war eine Chance, ein Zeichen für mich, loszulassen. Jetzt wirst du erstaunt sein. Ich habe gedacht, wenn ich dieses Studio schließe, werde ich sehr, sehr traurig sein. Ich habe das Studio geschlossen, lief ein paar Tränen, bin nach Hause gegangen. Und wenn ich als ich nächsten Tage vorbeigefahren bin und so weiter, hat mich nicht mehr gerührt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da 20 Jahre lang gearbeitet habe. Als ich angefangen habe, loszulassen, habe ich viel wertvolleres bekommen. Ich habe das Studio losgelassen. Ich hatte wunderschöne Altbauwohnung in München, in der Nähe vom Studio. Habe selber renoviert gehabt und so. Ich habe die Wohnung gekündigt. Ich habe gedacht, das wird mich umhauen. Hat nicht wehgetan. Ich hatte ein schönes Auto. Ich habe die Stellplatz hingestellt, bin in einen anderen alten Auto eingestiegen. Hat nicht wehgetan. Und somit habe ich gesagt, okay, es ist Wahnsinn, wie leicht ich geworden bin. Alles, was du auf dir hast, ist eine Last. Und das heißt, Jahr 2019 war das Jahr des Loslassens. Und jetzt bekomme ich neue Sachen. Und die neuen Sachen machen mich noch glücklicher. Deswegen sage ich auch, habe ich ja auch am Anfang gesagt, man sollte nicht eine Sache immer für die Ewigkeit planen. Es ist nichts für die Ewigkeit. Schau, wie ich jetzt ausschaue. Ich war mal anders. Es ist grau geworden. Aber es ist alles okay. Verstehst du? Das heißt, ich werde, man sagt immer, die Zeit vergeht. Nein, wir vergehen. Ich werde irgendwann weg sein. Deswegen lebe ich auch so, dass ich nichts für die Ewigkeit plane. Jetzt habe ich am Meer eine Wohnung gekauft. Mein Gott, wenn das mich nächsten 5 Jahre glücklich macht, habe ich mein Ziel erreicht. Wie dann nach 5 Jahren wird, das sehe ich dann erst, wenn ich 5 Jahre überlebe. Und das hat mich eben so gestärkt und deswegen bin ich auch froh, dass dieses Studio so angefangen hat und so geändert hat. Die Leute haben gut in Erinnerung. Die sind traurig gewesen, als ich geschlossen habe. Wie viele waren bei Abschlussfeier? Das war Wahnsinn. Es war voll. Und so einen Abschluss zu haben, ist doch, also wenn ich diesen Drehbuch schreiben müsste, hätte ich nicht besser schreiben können, als das alles, was in meinem Leben passiert ist. Also für mich ganz klar logisch, dass da Tränen fließen, wenn du nach 20 Jahren ein Studio schließt, was du ja wirklich auch mit Herzblut betrieben hast. Da stecken ja auch Emotionen drin. Damals, als du es angefangen hast, das Studio zu betreiben, vielleicht kannst du auch mal so erzählen, wie es eigentlich war. Weil ich war nie dort, aber was mir in den Videos immer aufgefallen ist, hatte so Charakter das Studio. Aber es war nicht das typische Fitnessstudio, wie man es jetzt kennen würde, wenn man heutzutage in irgendeine Kette reinläuft oder irgendwas was Großes, ein großer Fitnesstempel. Es ging die Treppen hoch und alles war so recht unüblich. Ich glaube, ihr musstet sogar Geräte auseinanderschweißen und wieder zusammen, also auseinanderflexen und wieder zusammenschweißen, um die da überhaupt reinzubekommen. Was gab es da für Hürden damals für dich? Und vielleicht kannst du auch mal sagen, in der Zeit, in der du das Studio betrieben hast, in den 20 Jahren, was hattest du für Publikum? Da gab es große Namen, die da drin waren, also die Influencer, die dann ab 2014 kamen, mal außen vor. Gab es da Leute, die man heutzutage noch kennt, die bei dir trainiert haben? Also es ist so, dass das Studio mein Zuhause war. Und die zu mir trainieren gekommen sind, haben mich besucht. Wie wenn die mich zu Hause besuchen würden. Das war eine außergewöhnliche Art für München, für anonyme München, für diese Klischee, diese, weißt schon, hochnässige München war das ganz, ganz anders. Gegenteil von München war das. Und ich finde, ein Fitnessstudio und ein Gym sind zwei unterschiedliche Sachen. Gym ist da, wo man sich wohlfühlt, wo man arbeitet. Und ein Fitnessstudio ist, wo man fein reingeht und fein wieder rausgeht. Mein Studio war ein Gym. Ja. Und was auch außergewöhnlich war, und das war auch
bewusst von meiner Seite. Ich habe alles offen gehabt. Die Leute konnten über mein Büro hinter die Bar gehen, sich ein, zwei Riegel holen und selber sich reinschreiben. Sag mal, ein Riegel 1,80 genommen. Ich habe das niemals kontrolliert. Mein Kühlschrank von Getränken war draußen. Auch wenn ich nicht unten war, haben die ein Getränk rausgenommen. Entweder haben die das Geld auf die Theke gelegt oder haben nicht gelegt, war mir auch scheißegal. Ja. Oder sich aufgeschrieben. Ich habe denen so viel Vertrauen gegeben, dass die erste Zeit geschockt waren. Vor allem, wenn die Leute von anderen Studios kamen. Wie kannst du so viel Vertrauen haben? Und ich finde, je mehr Vertrauen du schenkst, desto mehr bekommst du zurück. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die auch geklaut haben oder das entwendet haben. Das sind so Peanuts-Beträge, weißt du? Auch die haben wir umerzogen. Die haben irgendwann erkannt, dass es nicht fair ist, mir was wegzunehmen, weil ich so bin, wie ich bin. Ich habe einen Kunden gehabt, der war in Kanada und der ist gekommen, hat gesagt, Ercan, Wahnsinn, in Kanada, Obststände, kein Mensch da, du wiegst ein paar Obstsorten ab und schmeißt selber das Geld rein. Sag ich, du musst nicht nach Kanada fliegen, du gehst hier rein, holst deinen Riegel, nimmst dein Getränk, wenn du lässt, lässt du, wenn du nicht lässt, lässt du nicht. Und das ist so etabliert worden, weißt du, die Neuen haben sich angepasst und die Alten haben gewusst, was da vor sich geht. Ja. Die Geräte, ich habe für die Geräte nicht mehr bezahlt wie 10.000 Mark damals. Aber ich war ein trainierender Mensch. Ich wusste, welche Geräte robust sind. Ich hatte gute Gym 80 Geräte oder Schnellgeräte. Die waren 40 Jahre alt. Die waren hart gut gewartet. Die Geräte haben ihre Pflicht erfüllt. Wenn du irgendeine Übung gemacht hast bei mir, hast du gedacht, boah, was ist denn jetzt los? Es läuft so, wie wenn das ein Tag alt ist, ja? Und diese Klima, diese Atmosphäre, weil ich selber mit Liebe alles gemacht habe, haben die Menschen auch geliebt, das zu tun, was ich getan habe. Die haben transparente Informationen bekommen. Ich habe, um zu verkaufen oder um einen Vertrag mehr abzuschließen, die nicht angelogen. Ich habe die nicht einmal begleitet. Die sind reingekommen, ja, wir wollen dein Studio anschauen. Geh hoch, schaust dir an, 50 Euro im Monat kannst du trainieren. Und das war für die ganz was anderes wie ein geschulter Verkäufer, der denen Verträge andreht. Das war halt außergewöhnlich in meinem Studio. Und ich habe immer ein offenes Ohr gehabt. Wir haben viel mehr auch über das Leben geredet, wie nur Bodybuilding. Wenn die Leute sind manchmal gekommen, waren 8 Stunden im Gym. Ich habe Mikrowelle rausgestellt, Wasser immer an die Theke gestellt, dass die sich davon bedienen können. Haben dort gegessen, haben da geschlafen, hatte 4, 5 Couch untere Bereich. Ich glaube, das hat denen so getaugt, wie wenn die zu Hause wären. Und ich habe Aktionen gehabt, auch sehr, sehr sozial. Wenn jemand wenig Geld hat, habe ich gesagt, okay, du zahlst nichts. Okay. Ich hatte Rentner, weißt du, die haben 1993 da einen Vertrag abgeschlossen, also vor meiner Zeit. Die haben 2018, 19, 14, 15 weniger Beitrag bezahlt wie 1993, weil die Rentner waren. Ja. Die haben, deren Geld haben denen nicht gereicht. Ich konnte das nicht antun. Und das ist angekommen, weil ich weiß nicht, es war nicht immer das Geld, was mich angetrieben hat, sondern die Menschen, die Schicksale hinter jedem Gestalt war für mich sehr, sehr wichtig. Ich denke, so persönlich geführte Studios, entweder hast du diese Gabe oder du hast es nicht. Und ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich so viele Menschen berühren konnte. Ja. Deswegen ist das Studio auch irgendwann explodiert. Das war eine automatische Schlussfolgerung. Wenn das Studio nicht läuft, was soll dann noch laufen? Ich habe doch alles reingesteckt. Herzblut. Ja. Ich habe da geweint, gelacht, geschwitzt, geblutet. Wenn du so einen Job so ausübst, muss doch am Ende die Belohnung kommen. Es kann nicht sein. Ich denke, dass Leben fair ist. Man muss immer
erstmal tun, ohne zu erwarten. Mhm. Dann wird man positiv überrascht, weil man dann doch was bekommt. Ja, schade auf jeden Fall, dass der Trend weggeht davon, dass es solche inhabergeführten Studios noch gibt. Wobei ich glaube, dass es langsam wieder zurückkehren könnte nach und nach, nachdem jetzt die Leute gemerkt haben, in diesen Discounter-Studios bekommt man am Ende dann auch wenig, weil man eben wenig bezahlt. Und gerade diese persönliche Note fehlt eben. Wenn wir die Influencer mal außen vor lassen, dadurch, dass du so ein sehr persönliches, ein sehr privates Studio hattest, welche Menschen haben so den Weg zu dir gefunden, die wir jetzt kennen könnten, aus der deutschsprachigen, vielleicht aber auch internationalen Szene? Gab es da welche? Also so spontan fallen mir natürlich nicht viele Namen ein, aber ich habe 2-3 deutsche Meister rausgebracht. Alex Arnold, Gennaro, was weiß ich was. Ansonsten, weißt du, bei mir waren sehr, sehr einfache Menschen. Also die Stars wie Roman Fritz und so weiter, die in München trainiert haben, haben ja schon in einem Studio trainiert. Mhm. Aber ich glaube, die haben meine Arbeit geschätzt und ich habe deren Arbeit geschätzt. Ich habe auch das nicht gebraucht. Ich war schon der Mentor, der genügend Anhänger hatte, da zu trainieren. Vor allem war mein Studio nicht groß. Für manchen Hardcore-Bodybuilder war das auch nicht geeignet, weil zweiter Stock war 100 Jahre alt und wenn du mit 250, 300 Kilo Kreuzheben machst, war gefährlich, dass die Decke das aushält. Ja. Und ich muss ehrlich sein, wenn man sich da nicht eingelebt hat, hätte man das primitiv empfinden können. Mhm. Aber wenn man dann einige Sachen drumherum alles beobachtet hat, hat es einem gefallen. Deswegen verstehe ich auch die richtig Hardcore-Bodybuilder, die natürlich Gerätauswahl und so weiter vorgezogen haben und in größeren Studios trainiert haben. Aber das Problem ist auch, weißt du, Deutschland ist Discounterland Nummer 1. Ja. Ob das jetzt einkaufen ist oder trainieren. Ob das uns wertvoller gemacht hat, weiß ich nicht. Ich denke, die Discounter haben ihre Berechtigung und die haben mein Geschäft eigentlich schon beflügelt, also nicht geschadet. Mhm. Durch Discounter sind Menschen aufgeweckt worden, für 15 Euro trainieren zu können. Mhm. Die haben dann dort und da angefangen und haben aber gesehen, okay, die erfüllen mich nicht, haben dann diese persönlichen Studios ausgesucht. Also ich hatte sehr, sehr viele Kunden, die 2-3 Verträge hatten, weil ich eben nicht 24 Stunden offen hatte und so weiter. Die hatten immer zweites Mitgliedschaft in einem Discounter. Und das ist okay so. Ich meine, Vielfalt ist nicht verkehrt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur den Preis eines Gegenstandes sehen, sondern den Wert. Mhm. Wert hat mit Preis nichts zu tun. Wenn wir das schaffen, glaube ich schon, dass wieder einige Studios wie meine existieren können. Wenn jemand mit Herzblut sowas macht, wird er auch seinen Lohn bekommen. Da bin ich mir 100% sicher. Es gibt immer noch einen Anhang, die sowas liebt. Mhm. Lass uns den Schwenk in Richtung Social Media und Co. mal treffen, weil eine Person, die du definitiv, das weiß ich, eines Tages damals in deinem Gym begrüßen durftest, war Sophia Thiel. Du giltst als ihr Entdecker, würde ich fast schon sagen, als ihr ehemaliger Trainer. Kannst du dich noch erinnern, als Sophia damals bei dir ins Erjans Body Gym kam? Ja, sie hat, ich war im Urlaub, bin dann zurückgekehrt ins Gym. Das war Oktober 2014, glaube ich. Mhm. Sie hat angerufen, ich bin ran und sie hat dann geschrien, oh mein Gott, du bist dran, ich rede mit Erjan und so euphorisch, weil sie den Pumping Erjan gesehen hat mit ihrem Freund und total begeistert war. Dann ist sie gekommen, ich muss ehrlich sein, ich habe sofort meinen Kameramann gesagt, da habe ich schon mit YouTube angefangen gehabt, hatte 5000 Abonnenten, ich habe nur ein paar Videos hochgeladen gehabt. Ich habe da meinem Kameramann gesagt, das ist sie. Und er hat gefragt, was ist sie? Mhm. Ich habe gesagt, das ist mein verlängertes Arm, dass ich in den Wohnzimmern in Deutschland auch die anderen erreiche, die ich mit meinem Aussehen nicht erreichen hätte können. Mhm.
dass ich dabei so 100% recht bekommen würde, habe ich nicht gedacht. Ja. Ich habe es gesehen, dass die Sophia eine ehrgeizige und ein braves Mädchen war, die sehr gut trainieren konnte. Haben wir halt angefangen auf meinen Kanal, dann haben wir gesagt, okay, sie soll eigene Kanal machen und es ist so explodiert, dass wir nicht einmal damit gerechnet haben. Mhm. Und jetzt mittlerweile auch loslassen, weißt du, loslassen gilt für alles. Mhm. Sophia ist mittlerweile 24 Jahre alt, sie plant ihren Comeback, ich hoffe, dass sie das schafft, ich bin ja ausgewandert, wir haben guten Draht zueinander, ich hoffe, dass sie das bekommt, was sie sich wünscht. Was das ist, kann sie nur selber entscheiden. Wir hatten tolle Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sie zu begleiten. Ich habe ja auch andere begleitet. Ich weiß nicht, ob du weißt, die Antonia Elena zum Beispiel, die auch mittlerweile groß ist. Gleiche Ding. Sie ist gekommen. Ich habe gesagt, es ist die zweite. Alle um mich herum haben gelacht. Ja. Nein, sie nicht. Und sie selber auch, hat immer gesagt, nee, die Menschen werden mich nicht mögen, nein, bitte Ercan und so. Ich habe gesagt, okay, du löscht deinen Account und wir machen dir einen neuen Account und du wirst es schaffen. Und ich bin glücklich, dass ich so viele Menschen auch eine Option, eine Möglichkeit geben konnte, dass sie jetzt davon oder damit so viele andere motivieren können. Und das hat mir gefallen und ich wünsche beiden, auch alle anderen, die mit mir in Berührung gekommen sind, das Beste im Leben, weil mir gut geht, soll jedem gut gehen. Mhm. Das ist meine Gedanke. Das heißt, du hast schon relativ früh, das wäre eine von meinen Fragen gewesen, gemerkt, dass das, was jetzt so vor allem hinter Sophia steckt, da ist ja schon eine sehr lukrative Maschinerie jetzt, was da dahinter steckt, dass das wirklich mal passieren kann. Ich habe auf jeden Fall gesehen, weißt du, ich habe in mir gehabt, dass ich habe keine Illusion verkauft mit meinen Gedanken und mit Bodybuilding. Ich habe das, was jetzt geschehen ist, davor schon gesehen, dass wir mit unseren Lebensmitteln und so weiter in eine falsche Richtung gehen und wir körperlich immer deformierter werden. Wenn man hört, dass jedes drittes Kind übergewichtig ist und so weiter, kann schon Sport oder Sportler das beseitigen, weil wir eben tagtäglich uns damit beschäftigen. Es gab damals Ernährungsberater, die selber sich nicht beraten hätten können. Wir waren denen voraus, tut mir leid. Weißt du, ich lebe seit meinem 15. Lebensjahr diese Dinge und es sind fast 35 Jahre. Ja, das kann kein Zufall sein. Wer ist dann Dozent, wenn du nicht ein Dozent bist, der 35 Jahre lang an eine Sache geglaubt hat und an eigene Leib probiert hat? Ich habe, glaube ich, 2014 bis 2019 bestimmt 3000 Frauen Ernährungspläne und Trainingspläne gemacht oder betreut, deutschlandweit. Und die machen jetzt weiteren Leute das. Und die Sophia betreut Millionen Menschen. Die Antonia betreut 500.000 Menschen. Das sind ja von mir entstandene Arme. Und das ist für mich eine Bestätigung, dass das eine funktionierende Art ist. Natürlich muss erstmal derjenige selber funktionieren, dass diese Programme oder Ernährungssysteme funktionieren. Wenn jemand kein aufgeräumtes Leben hat, dann wird er auch nicht ein aufgeräumtes Leben, Körper haben. Weißt du, es sind mehrere Aspekte wichtig. Und ich habe in Sophia, auch in Antonia, das schon gesehen, muss ich ehrlich zugestehen. Ich habe auch mit ein paar anderen probiert, da habe ich mich geirrt, auch mal, aber es hing nicht von mir ab. Also ich kann nicht sagen, ich habe die groß gemacht. Die haben sich selber groß gemacht, weil die diese Größe in sich getragen haben. Ich habe nur angeklopft und gesagt, wach auf. Du bist aber trotzdem auch mit diesen Personen, vor allem mit Sophia, mitgewachsen. Es gibt, glaube ich, auf Amazon immer noch ein Buch von dir, beziehungsweise von einem Co-Autor auch noch. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, die Erfolgsgeheimnisse des Trainers von Sophia T., glaube ich, heißt es. Ist es was, hinter dem du noch stehen kannst? Hast du da finanziell auch davon profitiert oder willst du davon eigentlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel wissen? Eigentlich schon. Das, weißt du, das sind meine Gedanken gewesen, die ich erst letzten Jahre hatte.
Das Buch heißt natürlich schlank und fett. Ich bin zurück zur Basis zurückgekehrt. Das heißt, wir müssen Genussbedürfnis und künstliche Bedürfnisse wieder auf die Seite stellen. Und achten, dass wir uns mit Grundbedürfnis ernähren. Grundbedürfnis eines Menschen ist satt werden. Und dafür kannst du nur, wenn du gut dich satt kriegen möchtest, unverarbeitete Nahrungsmittel heranziehen. Das Problem ist, wir werden nicht mehr satt, dass wir, wie soll ich sagen, wenn du nur mit Schokolade dich satt kriegen möchtest, wirst du 7 verschiedene Schokoladen essen und du wirst nicht satt. Und wenn wir in einen Supermarkt reingehen mit 5000 Produkten, sind wir schon überfordert. Ein Bodybuilder oder ein Sportler, der weiß, was er tut, hat vielleicht 10 Stationen und 3 Stationen davon sind vielleicht Hygiene im Supermarkt. Er weiß ganz genau, da ist das, da ist das, da ist das, kauf. Aber in diesem Buch gehen wir zurück, ja, auf Grundbedürfnis Wert zu legen, mit unverarbeiteten Nahrungsmitteln sich zu ernähren. Ich habe auch in diesen 3-4 Jahren, wo ich so viele Frauen betreut habe, habe ich gesehen, dass die eben ihren Pfad verloren haben, weil die immer wieder experimentiert haben und Nahrungsmittel zu sich genommen haben, wo nichts drin war. Weißt du, keine Makros drin war, aber auch keine Kalorien, einfach Verdickungsmittel. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass Menschen einfach Verdickungsmittel essen? Oder wenn die Erde keine Kalorien hätte und ein bisschen genießbar wäre, dass die Menschen Erde essen würden? Ist das denn wirklich unsere Zukunft? Ja, Hauptsache nicht zunehmen halt am Ende. Oder ja, abnehmen irgendwie in allen möglichen Wege, aber nicht gesund halt. Genau, deswegen, dieser Co-Autor ist jemand, den ich auch mal vorbereitet habe für einen Wettkampf. Deswegen haben wir sehr viel Austausch gehabt in der Zeit. Und er wusste, was meine Philosophie ist, hat auch sehr, sehr gut niedergeschrieben, verkauft sich auch gut. Mittlerweile haben wir in Deutschland ein Problem. Ich glaube, das ist ein weltweites Problem, nicht nur in Deutschland. Wenn ein Mensch in einem Fach erfolgreich ist, denkt man, dass er überall erfolgreich ist. Deswegen kommen die Verlage und so weiter, machen über deinen Namen 5 Bücher. Aber eigentlich hast du nichts zu sagen. Verstehst du? Ja. Also nicht die Dozenten schreiben was, sondern Schüler. Wir haben mittlerweile die Generation Trainer, die selber einen Trainer brauchen. Und so ist auch Ernährung her. Also Ernährungsberater, die selber eine Ernährungsberatung brauchen, haben wir. Ja. Aber wir haben unser Bestes gegeben und ich denke, das Buch ist sehr, sehr viel auf mich bezogen. Also es ist zwar für Frauen geschrieben. Sophias Name ist vom Verlag aus ausgewählt, nur damit es besser verkauft, muss ich ehrlich zugestehen. Ja. Ansonsten ist das eigentlich schon voll meine Philosophie, was ich bei Sophia, bei Antonia oder bei allen anderen Frauen angewendet habe. Das ist so, wie wenn du 1000 Mal probierst und 1000 Mal funktioniert. Weißt du, wenn man ehrlich zu sich ist, gibt es nur Makronährstoffverteilung, Defizit, Überschuss. Mehr gibt es da nicht. Ja. Aber man experimentiert. Und Je mehr man experimentiert, desto schneller kommt man diese Fahrbahn weg, was eigentlich zum Funktion führen würde. Ja. Das ist so, wie wenn du von München nach Stuttgart fährst, willst aber in 2 Stunden dort sein, weil Autobahn leer ist, gibst du nicht Gas, sondern du fährst jedes Raststätte raus und schaust, was für Theke die haben. Ja. Wann kommst du in Stuttgart an? Ja. Also sehr, sehr spät. Ja. Deswegen müsste man manchmal auch einfach weitergehen und es kann ein bisschen langweilig sein, aber es ist funktionell. Deswegen ist nicht, was einfach ist, einfach schlecht, sondern einfach gut. Also nicht jemand, der experimentiert, wird sein Ziel erreichen, sondern der zielgerecht daran arbeitet, an sein Ziel ranzukommen.
Ich habe zumindest jetzt ein bisschen rausgehört, dass du und Sophia noch in Kontakt steht. Ich muss die Frage jetzt stellen, weil sonst klopfen mir nachher wieder die Follower auf die Finger. Weißt du wenigstens ungefähr, was so bei Sophia gerade abgeht, ob es ein Comeback geben wird, wann das Comeback stattfinden wird? Wie ist so deine Einschätzung zu der Lage? Also Einschätzung habe ich nicht. Ich habe sie jetzt fast 4 Monate nicht gesehen. Ich bin ja Okay. seit 4 Monaten in der Türkei. Ja. Wir haben circa vor 1,5 Monaten telefoniert. Sie ist auf einem guten Weg. Es ist noch nicht sicher und ich möchte ihr nicht die Überraschung wegnehmen, wann das sein soll. Ja, klar. Aber die Follower sollen keine Gedanken machen. Ich denke, sie hat eine liebevolle Follower, die sie lieben und die werden die Belohnung bekommen. Und ich muss auch sagen, dass jeder Mensch, weißt du, ich habe auch letzten 2 Jahre Auszeit genommen, das hat mir gut getan, das Ganze auch von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, ist wichtig. Wenn du immer meinst, du machst alles richtig und das, was du machst, ist auch wichtig, kannst du dich manchmal auch irren, bisschen Abstand gewinnen und nochmal schauen, ob das wirklich auch deine Überzeugung war. Ich habe nie versucht, die Menschen zu überreden. Ich versuche, die Menschen zu überzeugen. Und deswegen ist auch für ein junges Mädchen, die 24 ist, wichtig gewesen, eine Auszeit zu nehmen. Und dafür sollte man ihr auch das verzeihen, wenn sie auftaucht. Freuen wir uns alle. Wenn nicht, ist auch ihre Entscheidung. Im Leben gibt es viel mehr zu entdecken und zu erleben. Und deswegen kann ich hier diese Überraschung gar nicht wegnehmen. Sie wird sich, glaube ich, früh genug melden und sagen, da bin ich. Und dann sind Ja, wir alle, glaube ich, wieder froh. das reicht mir schon, wenn du sagst, dass es da wahrscheinlich irgendwas in naher Zukunft geben wird. Das Das finde ich ist schon sehr wahrscheinlich, absolut ja. Das ist sehr wahrscheinlich. super. Du hattest uns, glaube ich, im Sommer 2019, also letzten Jahres, kontaktiert per Instagram und hast gesagt, jetzt wäre es Zeit für ein Interview. Wir hatten dich damals angefragt und du hast gemeint, du hättest gar nicht so viel erzählen. Das sehe ich eigentlich mittlerweile ganz anders, weil jetzt, wo wir den Podcast machen, glaube ich schon, dass es so eine sehr, sehr starke Folge wird und dass du viel mehr zu erzählen hast, als du, glaube ich, teilweise glaubst. Du hattest aber damals gesagt und hattest es, glaube ich, so formuliert, dass viele Menschen manipuliert und ausgenommen werden und du dich auch in der Pflicht siehst, da ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Kannst du erklären, worauf du die Aussagen bezogen hast? Ja, weißt du, ich habe ja in der Zeit sehr, sehr viele Frauen betreut, die Anfrage gestartet haben. Und viele davon sind in eine Sackgasse gestoßen, wo die zwar zu Hause 17 verschiedene Geschmacksrichtungen hatten oder irgendwelche Verdickungsmittel und Joghurt da und das da und das da. Aber echt keine Nahrungsmittel. Also die haben wirklich gedacht, das ist deren Ernährung und vor allem hatten diese Damen auch Kinder zu Hause, die dann auch zu kurz gekommen sind. Ich finde, man sollte, wenn man ein bisschen die Reichweite hat, verantwortungsvoller mit der Masse umgehen. Weil man den Sponsor gewechselt hat und der Sponsor, sag mal, Kaugummis herstellt, kann ich nicht den ganzen Tag für Kaugummis Werbung machen. Das ist unfair. Wir merken, dass wir die Menschen manipulieren können, weil du hast schnelle Stoffwechsel, hast immer Sixpack, gehst jeden Tag Dönerbude, frisst deinen Döner und hast trotzdem Sixpack. Und erzählst denen halt, du isst jeden Tag 2 Birnen und davon hast du dein Sixpack. Damit sollten wir aufhören, weil man müsste, auch die Verbraucher müssten einige Sachen hinterfragen und fair hinterfragen. Jemand, der, sagen wir mal, Hardgainer ist, kann nicht davon ausgehen, dass ein normal funktionierender Stoffwechsel sich genauso viel Schrott leisten kann wie er selbst. Aber der denkt das, weil er nichts anderes kennt. Da ich eben für alle Stoffwechsel auch Ernährungspläne gemacht habe, auch Trainingspläne, habe ich gesehen, dass viele
zufällig gut ausschauen. Ja. Und die anderen Armen tun alles dafür, schauen ja nicht so toll aus. Aber auch da muss ich wieder einen Cut reinsetzen. Gesund kann auch ein bisschen molliger Mensch sein, gegenüber jemandem, der drahtig ist und total durchtrainiert ist, aber jeden Tag seinen Schrott frisst. Und die ein bisschen mollig ist, die ernährt sich gut. Mhm. Verstehst du? Also außen top, innerlich tot kann auch geben. Deswegen müssen Menschen immer das tun, womit die sich wohlfühlen. Nicht, was man sieht und was man da vorgegaukelt bekommt. Mhm. Die Verbraucher müssen da aufpassen. Da waren ein paar Geschichten, da wollte ich echt offen reden, aber mittlerweile hat sich gelegt. Das Problem ist, erst rede ich für Birne gut, weil mein Sponsor nur Birnen verkauft, dann wechsle ich nach einem Jahr zum Zitronenverkäufer, mache ich Birne schlecht, mache ich nur Zitrone gut. Mhm. Soweit kann man denken, dass es eine Verkaufsstrategie ist und da sollte man nicht reinfallen. Ich finde, Ernährung sollte so unverarbeitet wie möglich sein. Mhm. Ich war immer gegen Supplemente, bin auch fast supplement-free, vor allem ab jetzt brauche ich das alles nicht. Weißt du, ich denke, auf der Welt sind vielleicht 10-15% der Menschen fitnessorientiert und 85% nicht. Wir können nicht behaupten, dass wir gesünder leben als die restlichen 85. Das stimmt, ja. Okay, es ist ein, ich finde mittlerweile Sportergänzungsmittelindustrie nicht weniger kriminell wie Lebensmittelindustrie. Mhm. Und damit sollten wir aufhören. Ja. Aber das ist nur meine Meinung. Jeder kann machen, was er will. Hattest du eigentlich in deiner ganzen Karriere als Bodybuilder jemals einen Supplement-Sponsor? Genau, du hast ein wichtiges Thema angesprochen. Ich hatte bestimmt 10 Anfragen. Ja, weil ich kann mich gar nicht erinnern, dass du mal jemals Werbung für irgendein Supplement gemacht hast, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Würde ich nicht machen. Du wirst nicht glauben, aber vielleicht reden viele so. Ich rede nicht nur so, sondern ich tue auch so. Also ich mache auch so. Ja. Ich will transparent sein. Es kann sein, dass ich in meinem Leben auch Fehler gemacht habe, aber bewusst, dass ich nur verkaufen, irgendwas, was ich nicht befürworte, ans Mann zu bringen, das wäre gegen meine Einstellung. Mhm. Geld ist kein Antrieb. Geld ist wichtig. Ja. Aber Geld ist nicht das Wichtigste. Und weißt du, ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Ich habe kürzlich jetzt hier in der Nähe ein Feld gekauft mit 400 Olivenbäumen. Mhm. Man kann von dort das Meer sehen und so weiter. Richtig gigantisch, wenn du da reingehst, hast du die innere Ruhe da drin. Mhm. Und ich war jeden Tag da vorbei und ich habe die Dorfbewohner immer wieder freundlich gegrüßt. Und neben meinem Feld ist ein Haus verlassen und abgesperrt. Mhm. Ich habe bestimmt 10 Menschen da getroffen in diesem Weg, auf diesem Weg. Und alle haben gesagt, der dieses Haus gebaut hat, war so ein netter Mensch. Mhm. Nach 10. Mal habe ich gesagt, ich hätte gerne diesen Menschen kennengelernt, wenn alle so positiv reden, wie er war. Ja. Er ist leider verstorben. Wenn die aber mir gesagt hätten, diese 10 Dorfbewohner, der war Multimillionär, hätte ich die Interesse gar nicht gehabt, ihn kennenzulernen, weil was interessiert mich, was er hat? Mhm. Aber mich interessiert schon, wie er ist. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und damit müssen wir anfangen und mit dem anderen müssen wir aufhören, dass wir 500.000 Abonnenten ist besser angesehen wie 100.000 angesehene oder ehrliche Abonnenten. Es ist irgendwie eine falsche Vorgehensweise, aber ich darf nichts kritisieren. Jeder soll selber merken. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jemandem was nicht gönne. Mhm. Aber es läuft einiges schief, auch in Fitness. Ich denke, wir werden uns nicht steigern, aber wir werden natürlich auch nicht weniger werden. Wir werden ein bisschen stehen bleiben, weil wir mit dieser wunderbaren Lifestyle manchmal auch falsch umgehen. Mhm.
Es geht immer mehr der Mensch verloren, der hinter diesen ganzen Social-Media-Personen steckt. Jetzt ist es bei dir ja so gewesen, in deinem Gym gingen ja die Leute aus und ein. Du hast sehr viele Influencer bei dir gehabt, beispielsweise Carl Essen, Jill von Road to Glory. Solche Leute, die mittlerweile in der Öffentlichkeit nicht mehr den besten Ruf genießen, die ihre Probleme hatten in der Szene, teilweise die Szene auch komplett gewechselt haben. Würdest du heute Stand jetzt sagen, du würdest im Nachhinein betrachtet was anders machen? Oder waren diese Leute, die öffentlich vermeintlich eigentlich negativ dargestellt werden, mittlerweile im Privaten ganz anders? Also ich habe mit den Leuten, die du aufgezählt hast, positive Erfahrungen gemacht. Ich denke, die waren jung und die haben damals das richtig empfunden. Und jetzt haben die Leute vielleicht die Wahrheit gesehen und was weiß ich. Da will ich mich gar nicht äußern. Was aber sehr, sehr wichtig ist im Leben, nochmal, man bekommt immer das, was man verdient. Wenn man real gearbeitet hat, wirst du auch real deinen Zuspruch bekommen. Wenn du die Leute jahrelang, monatelang überredet hast, verarscht hast, wirst du irgendwann deine Quittung bekommen. Deswegen denke ich, dass die Leute, die du auch erwähnt hast, auch andere, mittlerweile die, die man mit 15 überreden konnte, die sind jetzt 20 geworden. Ja. Man kann die nicht mehr überreden. Verstehst du? Es ist, also es ist alles reifer geworden. Ich denke, das ist ein automatische Schlussfolgerung. Ich meine, ich habe auch diese Aufmerksamkeit von früher nicht. Ja. Aber ich habe mich 2 Jahre zurückgezogen. Es ist auch nicht für mich das Wichtigste, dass ich das habe. Ich habe meine Zeit gehabt. Jetzt sind junge Burschen herangewachsen, die stärker sind, die wilder sind, die besser aussehen. Und es ist auch okay so. Hm. Weißt du, man muss nicht, was man hatte, lebenlang haben. Und dafür sollte auch jeder bereit sein, dass man nicht in Depressionen verfällt. Ja. Egal, was in meinem Leben passiert, ich werde stabil dastehen. Aber wenn jemand sein Leben nur auf das aufgebaut hat, und wenn das wegfällt, fällt der auch weg. Ja. Du hast ja an den Z-Promis gesehen, manche bringen sich um. Vor allem auch in jeder Sportart gibt es sowas. Vielleicht übertreiben wir ein bisschen. Es gibt Fußballer, die sind stabil und sind im noch Blickpunkt. Es gibt Fußballer, die wir mal gesehen haben und von denen wir seit 10 Jahren nichts gehört haben. Ja. Verstehst du? Also es ist ein menschliches Problem. Es ist nicht ein Sportarztproblem oder das ist nicht nur YouTube-Problem oder Instagram-Problem, das ist ein menschliches Problem, was uns auch das zeigen wird. Ich meine, wir kennen die, deswegen reden wir über die, aber es gibt auch in anderen Fächern. Ein erfolgreicher Schauspieler bringt sich auf einmal um. Und du und ich denken, hey, der hat doch so coole Filme gemacht, er hat hunderte von Millionen und bringt sich um. Ja. Verstehst du, das wird wahrscheinlich auch in unserer Szene passieren. Das ist ein anderes Problem. Lass uns noch in, über positive Sachen. Genau, lass uns in die Gegenwart gehen, zumindest in die ganz, ganz junge Vergangenheit. Es war ja dann irgendwann im Jahr 2017 klar, dass Ercans Body Gym schließen muss. Dann stand ganz kurz im Raum, dass es eventuell von dir und Sophia ein neues Gym geben könnte. Was ist daraus geworden oder war es eventuell sogar so, du hast es vorher beschrieben, du hast das Studio abgeschlossen, es sind ein paar Tränen geflossen und du hast gemerkt, es war jetzt das Richtige, dieses Kapitel zu beenden. Hast du dann direkt danach dann auch gedacht, ja okay, ich möchte eigentlich gar kein neues Gym mehr aufmachen? Also ich bin ein tiefer Mensch und deswegen werde ich auch Bezug zu dieser Sache eine Sache erzählen. Ich habe meine Mama angerufen, kurz bevor wir mit der Sophia und mit Sophias Management diese Räumlichkeit, was als Ercans Body Gym 2 gelten sollte, übernahmen. Meine Mama hat gesagt, das Geld, was du hast, reicht bis dein Lebensende. Und das, was du jetzt verdienen willst, können andere vielleicht mehr gebrauchen wie du. Hör auf mit diesem Ding. Das wird in deinem Leben nichts verändern. Das war für mich ein Denkzettel. Weißt du, meine Mama kann nicht lesen und schreiben, aber sie kann sehr, sehr klug denken. Ja. Ich habe 1-2 Nächte drüber geschlafen. Ich habe es erkannt, dass sie recht hat.
auch ich habe nicht viel Geld, dass ich nicht falsch verstanden werde. Mhm. Auch wenn ich mit neuem Gym 10 Millionen Euro verdient hätte, hätte das meine Lebensqualität nicht ein Gramm erhöht. Mhm. Ich wollte aber meine Lebensqualität erhöhen, ja, nicht meinen Lebensstandard. Momentane Glücksphasen sind für mich nichts. Ich stehe jeden Tag hier auf, reiße meine Arme so hoch und sage, ich habe nochmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist kein Witz. Ja. Das ist wirklich kein Witz. Ich könnte so rumlaufen, wenn diese Sonne im Februar noch 15 Grad hat und mir diese Energie spendet. Genau, jetzt kommen wir zu diesem Ding. Stadt München hat sich engagiert, uns eine Räumlichkeit anzubieten. Mhm. Wir haben diese Räumlichkeit angeschaut. Es hätte knapp 3 Millionen gekostet, diesen Raum zu kaufen. Ich mache es sehr kurz. Am Ende kam raus, dass diese Räumlichkeit zwangsversteigert worden ist für 1,2 Millionen. Mhm. Wenn wir ja gesagt hätten, hätten wir auf den Schlag 1,8 Millionen Euro mehr bezahlt, weil da ein Betrüger da drin war. Okay. Und das Krasseste ist, dieses Gebäude wurde uns vorgeschlagen von Stadt München. Das heißt, deine Mutter hatte schon wahrscheinlich so eine kleine Eingebung Keine Ahnung. Ich bin dann zum Treffen gegangen. Wir waren alle auf einem Tisch. Hab gesagt, nein, ich springe raus. Und das war gut. Das war sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, ich wäre wieder gefangen in einen Käfig, hätte jeden Tag mein Konto aufgefüllt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und ich will auch von hier, meine nächste Mission ist, Menschen aufzuwecken, dass, wenn genug ist, aufzuhören. Weißt du, mehr braucht man nicht. Und ja. Man muss sein Gier. Ja, jetzt haben wir Februar, abstellen. Ende Februar 2020. Du bist offensichtlicherweise nicht mehr in München, sondern in der Türkei. Was ist in der Zeit passiert, als das mit dem Gym sich nicht ergeben hat und du dann zum Nachdenken gekommen bist? Und warum ist jetzt letztendlich die Entscheidung gefallen, dass du in die Türkei gegangen bist? Also ich habe der Sophia gesagt, immer wieder, wir waren letzten 24 Monate sehr, sehr eng zusammen, dass wir nicht Beziehung, aber sehr freundschaftlich. Ich habe gesagt, sie ist mein letztes Projekt in Deutschland. Und nach 6 Monaten habe ich gesehen, dass meine Seele nach Freiheit schreit. Diese Freiheit kann man nicht regional bestimmen. Freiheit heißt, ich wollte ankommen im Leben. Ich wollte einige Sachen machen dürfen, was ich in München nicht machen durfte. Auch finanziell nicht machen konnte, weil eben München eine beliebte Stadt ist, eine Weltstadt ist, was für mich nicht möglich war. Deswegen bin ich hierher geflogen nach Alanya, das ist Mittelmeer, habe eine Woche Urlaub gemacht und habe mir Wohnungen angeschaut. Und ich war so überrascht, dass ich so in den Arm genommen worden bin, diese Vielfalt. Weißt du, du siehst hier, ein russischer Mann kommt gerade mit Badehose raus, geht Promenade vorbei und ihm entgegen kommt eine verschleierte Muslimin entgegen. Da ist kein Problem. Dann reden wir über in anderen Ländern über Toleranz und was weiß ich was. Ich habe mir gedacht, wo bin ich jetzt? Hallo, was läuft denn hier ab? Ja. Ich werde auch das abfilmen, ich werde meine Kamera hinstellen und 5 Stunden da lassen, wer sich in diese Ding begegnet. Wenn das in München passieren würde, würden die den Mann verhaften wegen Ärgernis der öffentlichen Interesse oder was? Ja, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es passiert hier nicht. Ja. Okay? Und dann habe ich gesagt, ich muss weg, ich bin nach Deutschland, habe eben die Wohnung verkauft, Auto verkauft, bin her und habe eine Wohnung gekauft, lebe seit 4 Monaten hier, bin wunschlos glücklich. Ich sage nochmal, nicht die Regionen machen einen Menschen glücklich oder unglücklich, aber die Möglichkeiten machen das. Weißt du, wenn du mehr Möglichkeiten hast,
Ich weiß auch, das muss ich hier loswerden, dass also hier wird über kein Land geredet. Nicht positiv, nicht negativ. Mhm. Hier, wo ich lebe, leben 20.000 deutsche Auswanderer. 90% davon leben wegen Altersarmut hier. Mhm. Die Menschen bekommen 600 Euro Miete und die müssen mit 600 Euro Rente. Mit 600 Euro Rente müssen die hier versuchen zu überleben. In Deutschland könnten die gar nicht überleben. Mhm. Das heißt, wir müssen, ich bin kein Türke, kein Deutscher, das haben wir am Anfang festgestellt. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja. Mittlerweile ist Türkei zu Deutschland keine Einbahnstraße. Mhm. Es gibt ein Gegenfahrbahn. Mhm. Junge Menschen versuchen dahin zum Arbeiten und alte Menschen aus Deutschland wandern aus nach Ungarn, nach Bulgarien und in die Türkei, um menschengerecht leben zu können. Mhm. Deswegen müssen wir aufhören, wie soll ich sagen, über, ich bin kein Erdogan-Anhänger, absolut nicht. Mhm. Aber wie viel in Deutschland über ihn geredet wird, du hörst es hier nicht. Ja. Du, also wenn, ich würde dich einladen, dass du mal eine Woche hier bei mir wohnst und mal lebst. Sehr gerne. Weißt du, ich habe zwei Freundinnen hier gehabt, die noch nie in der Türkei waren. Ja. Die waren in 3 Monaten dreimal hier und sagen, was läuft hier ab? Was ist los? Also, wir sollten alle unsere Blickwinkel mal ein bisschen ändern, damit wir auch andersseiende oder andere Lebensformen sehen. Wir sind 80 Millionen in Deutschland gewesen und haben das Gefühl gehabt, dass wir alles richtig machen. Mhm. Währenddessen in Indien, wenn eine Fernsehsendung von 80 Millionen Menschen angeschaut wird, abgeschafft worden ist, weil zu wenig Zuschauer war. Das heißt, wie wenig wir mit 80 Millionen in Deutschland sind. Und trotzdem so denken, dass wir, natürlich ist Deutschland ein wunderschönes Land, ein wunderbares Volk. Ich habe da geliebt zu leben. Aber es gibt Entwicklung, wo man auch irgendwas anders schön finden kann. Weißt du, dass man Kanada schön findet, Australien schön findet, Spanien, Griechenland und was weiß ich was. Das ist Gefallen finden. Nächster Punkt ist, ich wäre sehr, sehr traurig, wenn ich in Deutschland geboren wäre und meine Oma mit ihrer Rente nicht klarkommt und ihre Umgebung verlassen muss in ein fremdes Land, wo sie kein Wort Deutsch spricht. Nächster Punkt ist, muss ich loswerden, tut mir leid. Du darfst reden, solange du möchtest. Weißt du, die Gastarbeiter, die konnten nicht 2, 3 Wörter Deutsch. Mein Vater konnte nicht gut Deutsch. Seitdem ich hier bin, sehe ich, wie schwierig es ist, für diese Rentner Türkisch zu sprechen. Ja. Es dreht sich jetzt um. Mir zerreißt das Herz, wie die versuchen, nur dahin zu gehen, wo ein Auswanderer-Café ist, wo man Deutsch spricht. Oder dass ich hingehe. Wenn ich einen Tag nicht hingehe, die sagen, wir vermissen dich. Mhm. Man muss die Augen aufmachen, es ist nicht nur das, was man selber erlebt, sondern viele andere Menschen erleben andere Sachen. Genau, und wir haben dieses Jahr Weihnachten hier gefeiert. Einige von diesen Damen, 79, 75, es ja. ist Wahnsinn, ich habe mit denen gefeiert, sagen, die hatten letzten 40 Jahre nicht so eine schöne Weihnachtsfeier. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Und das feierst du in einem islamischen Land? Ja, in dem man eigentlich kein Weihnachten feiert. Eigentlich. Verstehst du mich? Ja. Hier umarmt man die Menschen. Vielleicht gibt es Regionen, wo man noch mehr umarmt. Mhm. Wir brauchen Umarmungen und Kommunikation miteinander. Und natürlich ist Bodybuilding ein Lifestyle, aber wichtigerer Lifestyle ist für uns, füreinander da zu sein, auch Sportler untereinander, vielleicht mehr nachdenken. Ich würde mich sehr, sehr traurig schätzen, wenn Menschen nicht freiwillig herkommen, sondern gezwungenermaßen hier abgeschoben werden. Mhm. Ich bin nicht freiwillig nach Deutschland gegangen. Das war schon schwer, aber es war okay. Mhm. Ich habe mich da etabliert, bin zurückgekommen und jetzt geschieht halt das andersrum.
Ich versuche halt denen zu helfen, soweit ich kann. Ich werde das Gegenteil machen, was dort in manchen Regionen passiert. Je mehr dort Unheil passiert, desto mehr werde ich die Leute hier in den Arm nehmen, die von irgendwo anders kommen. Hm. Ich werde das mit was Gutem zurückzahlen. Weil ich wurde dort fair behandelt und ich werde die Menschen hier auch in den Arm nehmen. Was ich mache, ist nicht wichtig, aber ich erzähle von meinem Leben, deswegen finde ich das angebracht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen und was über die Lebensstandards in der Türkei erzählen, weil viele denken ja, die Türkei wäre rückschrittlich. Jetzt habe ich in deinem neuesten Video gesehen, dein Briefkasten, der ist deutlich kleiner als unser einer hier in Deutschland. Und meine Frage war ja auch direkt letzte Woche an dich, wie sieht's aus mit Internet, klappt das alles? Man hat Vorurteile, wie ist es wirklich? Weißt du, wir beide müssen aufpassen, es können Menschen da sein, die das nicht richtig einschätzen. Mhm. Wir wollen beide so reden, wie es ist, nicht mhm. irgendwas besser machen oder nicht irgendwas schlecht machen. Ja. Ich bin hergekommen, in einer Woche hatte ich meinen Internetanschluss, meinen Fernsehanschluss, mein Wasser, Strom, alles und es geschieht alles übers Telefon und ich bin überfordert. Ich komme ja von Fortschritt zu Rückschritt und dann eigentlich. Dann bin ich überfordert gewesen. Ich wünschte, ich werde es machen und vielleicht schaust du dir auch an, ich werde die Auswanderer mal ein bisschen interviewen, was die zu sagen haben, die 50 Jahre lang für dieses Land gedient haben. Mhm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wie glücklich die aber sind, täglich diese Wärme zu spüren. Und kürzlich war eine da, sie hat hier in der Nähe ein Haus gemietet, typisch türkisches Haus, zahlt 200 Euro Miete mit Garten, Orangenbäumen und das und dies. Und sie musste 3 Wochen nach Deutschland. Mhm. Sie hat mich in den Arm genommen und geweint. Sie will das nicht. Mhm. Okay, sie ist dann rübergegangen. Und als sie dann rübergegangen ist, hat sie gesagt, ich müsste Angela Merkel einen Brief schreiben und mich bedanken, dass sie mir eine Rente von 600 Euro in Höhe von 600 Euro möglich gemacht hat, weil wenn ich über 1000 bekommen hätte, hätte ich das hier alles nicht kennengelernt. Ja. Und das war für mich viel wichtiger, wie das, dass ich 400-500 Euro mehr bekomme. Das sind Geschichten, das sind nicht erfunden und ich will das auch nicht so dramatisieren, aber es geschieht ein Austausch, wo man nicht mehr sieht. Man sollte auch Augen aufmachen. Vielleicht, ich hoffe nicht, aber vielleicht musst du auch irgendwann sagen, hey, meine Rente reicht mir nicht aus. Ich muss da und danke. Diesmal vielleicht nicht Türkei, sondern Kenia. Ja. Deswegen bitte miteinander probieren. Wir gehören alle zusammen, aber alle. Ich habe kein Interesse, irgendwas gut oder schlecht zu reden. Mir geht es gut. Fortschrittlich, genau. Ich habe hier eine Wohnung genommen. Allein die Wohnungstür kannst du mit 3 Sachen aufsperren. Du kannst einen Code eingeben, machst du auf, Schlüssel sowieso und ein Chip. Mhm. Also ich habe in Deutschland 40 Jahre lang gelebt. Ich hatte nur einen Schlüssel. Was soll ich sagen? Es sind die Kleinigkeiten. Natürlich gibt's auch Sachen, die anders laufen. Ich muss aber auch sagen, das ist sehr wichtig für die Leute, die vielleicht denken, wie tickt der. Mhm. Als ich hergekommen bin, habe ich mir vorgenommen, Deutschland mit Türkei nicht zu vergleichen. Absolut nicht. Ja. Wenn Türkei genauso wäre wie in Deutschland, wäre ich nicht in die Türkei gekommen. Dann wäre ich in Deutschland geblieben. Weil wenn kein Unterschied ist, warum soll ich herkommen? Klar. Ja. Aber man kann hier schön leben. Man kann aber auch in Deutschland sehr schön leben. Deswegen soll und muss jeder selber aussuchen, wo er sich wohl fühlt. Ich wollte von hier nur das Gefühl vermitteln, jeder, der auch hier sein möchte, ist willkommen. Ich würde sogar helfen, dass er sich hier etabliert. Warum? Weil ich eben die Schwierigkeiten dort kennengelernt habe und diese Schwierigkeiten, was ich dort erlebt habe,
würde ich den Menschen vermeiden wollen. Mhm. Aber nicht, weil ich davon was bekomme oder davon profitiere. Absolut nicht. Mhm. Das ist meine menschliche Pflicht. Und wenn ich jemandem helfen kann, dass er seinen Lebensinhalt mit mehr Qualität auffüllen kann, dann würde ich das auch machen. Und ich habe das Video jetzt kürzlich hochgeladen, Sonntag, meine Wohnung. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele mich angeschrieben haben und die gerne hier sein wollen würden. Hm. Nee, ich habe es gestern Abend angeschaut und mir auch gedacht, also es zerstört so ein bisschen meine Vorurteile, die ich auch hatte, die jeder hat, glaube ich. Die Frage ist immer bloß, kannst du diese Vorurteile ablegen oder versteifst du dich da drauf und versuchst immer wieder Argumente dafür zu finden, dass deine Vorurteile richtig sind, oder sagst du einfach am Ende, nee, da wurde ich eines Besseren belehrt, und so war es bei mir jetzt auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer eine Frage, ist es rückschrittlich oder ist es einfach anders? Du sagst, in der Türkei ist es anders, aber es ist nicht anders. Rückschrittlich. Nein, ist es anders. Natürlich gibt es auch hier schlechte Sachen, nicht schöne Sachen, aber ich habe ja gesagt, dass ich nicht vergleichen werde. Es gibt auch viele Sachen, die ich in Deutschland nicht fair finde, was nicht gut funktioniert. Deswegen, besser und schlechter gibt's nicht. Anders. Wenn das hier dir besser gefällt, dann hast du doch gewonnen. Mhm. Wenn dir aber das in Deutschland besser gefällt, hast du auch gewonnen. Und ich finde gut, wie du sagst, man muss ehrlich sein. Man kann Vorurteile haben. Warum nicht? Es ist doch alles okay. Es ist alles menschlich. Aber man muss die Möglichkeit bieten, auch mal einen anderen Blickwinkel zu haben. Ganz genau. Ich bin mir 1000% sicher, nicht 100, 1000%. Wenn ich dich 2 Tage hier empfange und mit dir einfach den Tag einfach so lebe, wie ich lebe, wirst du zurückgehen und dich melden und sagen, ich vermisse die Tage. Mhm. Und das ist schon was anderes. Ob das besser ist oder schlechter ist, das musst du dann selber wissen. Also Donnerstag kommt wieder eine Freundin, die war zum 3. Mal da und die war davor nicht einmal in der Türkei. Ja. Also die Vorurteile. Deswegen, weißt du, offen sein für was. Also die Europa denkt ja, die sind offen für irgendetwas. Nein. Ja. Nein, ich würde sagen, nein, sind die nicht. Man fliegt 100 Mal nach Los Angeles, auch wenn iPhone wegen Luftverpestung dich warnt, weil die Luft da scheiße ist. Man fliegt zum 300. Mal dahin, während man irgendwo anders hinfliegen kann, wo die Luft, Leute, Land dich begeistern würden. Ja. Also wir hier eifern Europa nach und Europa eifert USA nach. Mhm. Irgendwas läuft falsch, aber ja. Versuchen wir das bei uns, was richtig läuft. Mhm. Genau. Also ich war selber noch nie in der Türkei. Ich würde mich sehr freuen, auch mal eines Tages vorbeizukommen. Definitiv. Ich weiß, über Geld redet man nicht eigentlich. Und du musst auch definitiv da keine Aussage dazu treffen. Aber mich würde trotzdem interessieren, du hast es angesprochen, du hättest für das Geld, was du jetzt investiert hast, für deine Wohnung in München vielleicht einen Abstellraum bekommen, also blöd gesagt. Kannst du vielleicht eine Hausnummer nennen, wie viel das Ganze jetzt gekostet hat? Und die Leute können ja trotzdem mal dann parallel oder danach nach diesem Podcast jetzt mal dein Video angucken und sehen, wie du lebst. Genau, also ich habe gesagt, ich bin transparent, auch darüber werde ich reden. Ich bekomme immer noch Immobilienvorschläge aus München. Ja. Ich habe heute eine 79 Quadratmeter Wohnung. Leute, Deutschland ist auch groß. Also München ist ein anderer Pflaster wie, was weiß ich, Mannheim oder was weiß ich was. Ja, also ja. München ist abartig teuer. Das müsst ihr wissen, Leute. Wenn ich irgendwas poste, ist das nicht von mir erfunden, sondern das ist Tatsache. Ja. Okay, diese 79 Quadratmeter, 3-Zimmer-Wohnung, Neubau, Erstbezug, hätte gekostet 899.000 Euro. Und du hast 5 Meter vorne deinen nächsten Nachbarn. Ja. Ich habe hier mehr Blick. Hier hinten ist das Meer. Ja. Ich habe hier 140 Quadratmeter Wohnung, komplett eingerichtet. Granitboden, Stuckarbeiten. Jeder Zimmer hat eigenes Klima.
Jeder Zimmer ist ein Fernseher drin. Alle Küchenschränke, alle Elektrogeräte, Marke Siemens. Ja. Bodenheizung, 2 Duschen, 3 Schlafzimmer, die Schränke eingearbeitet, habe circa 150.000 Euro bezahlt. Ich habe im Haus Pool, Jacuzzi, Sauna, Fitnessstudio, Parkplatz, Grillplatz, Spielplatz, ein Generator, wenn Strom ausfällt. Direkt am Meer, also vorderste Reihe. Wenn du hier eine Wohnung kaufst und sagst, für mich ist die Reihe egal, sag mal vierte Reihe, aber du siehst trotzdem Meer, hast du zu Fuß 500 Meter zum Meer. Hinter dir sind die Berge. Nochmal, hier ist nicht nur das Meer. Wenn du 2,5 Kilometer rausfährst, sind Berge mit Schnee, du kannst da Skifahren. Alles Bananenplantagen, Avocados, alle Obstsorten. Wir ernten hier zweimal im Jahr. Alles zweimal im Jahr. Arm gibt's nicht. Hier lebt man in Überfluss. Weil die Straßen allein zwischen zwei Fahrbahnen sind Orangenbäume. Du kannst dich hinstellen und die Orangen pflücken. Kein Mensch wird dir was sagen. Bananen, alles. Es fehlen halt andere Sachen, aber dafür hat man was anderes. Genau, fünfte Reihe haben wir gesagt, sag mal, 500 Meter von Meer entfernt kannst du für eine Wohnung, die 70 Quadratmeter Wohnung hat, das ist so 2 plus 1, das heißt 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche und 2 Duschen, 60.000 bis 70.000 Euro. Jetzt frage ich dich, was ist denn in Deutschland so teuer? Die Bauarbeiter oder das Material? Natürlich ist Grund auch teuer, aber bitte, welche normale Arbeiter kann in Deutschland 900.000 Euro im Leben abzahlen? Die wenigsten. Und die Frage ist es so teuer? Ist es so teuer, das Material, der Grund, der Boden, oder sind es andere Leute, die sich einfach daran bereichern wollen, dass sie den Boden haben? Genau das verstehe ich nicht, aber ich kritisiere das nicht. Ich hinterfrage nur. Wenn das so ist, ist okay. Manche lassen sich das gefallen, manche nicht. Nächster Punkt ist, hier kannst du mit 1.000 Euro im Monat wie ein König leben. Sogar deine Miete zahlen. Und wenn du 800.000 Euro hast, was machst du doch noch? Ja. Dann kaufst du dir eine Wohnung für 100.000 Euro, die 700.000 Euro reichen dir 70 Jahre. Und wenn du 20 Jahre bist, reicht es bis dein Lebensende. Ja. Aber nochmal, die Leute sollen mich nicht falsch verstehen. Ich mache hier nichts. Ich verherrliche hier nichts. Jeder soll da bleiben, wo er sich wohlfühlt. Und deswegen, ich erzähle nur, wie es ist. Das kann jemandem gefallen, den anderen nicht. Das ist auch egal. Ich will nur sagen, wie es ist. Deswegen, das war auch ein Grund, dass ich hergekommen bin. Weißt du, ich bin vorgestern angehalten worden in der Nacht, Polizeikontrolle. Ja. Ich weiß nicht, wie du kontrolliert wirst. Weißt du, wie ich kontrolliert worden bin in München? Eine Polizistin oder Polizist macht Taschenlampe an in der Nacht, strahlt mich an. Der andere hat seine Hand an der Waffe. Ja. Und sie sagt mir, Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Und machen Sie Ihren Motor aus. Ich bin hier kontrolliert worden, ich sitze, es war ein bisschen kühl, hatte Sitzheizung an, Motor läuft, der Polizist kommt, sagt Führerschein, aber so, Arme, weiß schon, was an der Waffe? Kommt, nimmt deinen Führerschein und sagt zu mir, Alkoholtest ja oder nein? Sag ich, ja, kein Problem, können wir machen. Ja. Ich sitze im Auto, er streckt mir ins Auto, ich puste, sagt er, du kannst weiterfahren. Motor abstellen, abschnallen, aussteigen, Hände auf dem Lenkrad. Allein das ist ein Druck, was dich, verstehst du, ein bisschen anders darstellt. Und das sind Punkte für mich, was hier miteinander auch funktioniert. Egal welche Uniform du hast, egal welche Marke, welche Stellenwert du hast,
dass Menschen miteinander menschlich umgehen und nicht diese Amts missbrauchen. Würdest du sagen, wenn ich zu dir komme nach Alanya und mit meinem Äußeren, der nicht Türkisch spricht, dasselbe erfahren würde wie du in dieser Polizeikontrolle? Weil es ist ja Fakt, dass die, diese Art der Kontrolle, die du in Deutschland erfahren hast, auf deinen ausländischen Hintergrund zurückzuführen ist. Weißt du, wie ich meine? 1000%, also auch da würde ich nicht einmal 999% sagen, also 99%, sagen wir mal, bleiben wir bei 100%. Ja. 100%, weil hier Rasse und Klasse keinen Unterschied machen. Mhm. Weißt du, hier leben, die wissen nicht, dass ich Türke bin. Schau mal, wie braun ich bin. Ich bin für einen Türken zu dunkel. Ja, hier leben so viele Afghanen, Iraner, aus China, die Uiguren, also die türkische Abstammung haben, Moslems sind, Russen, Deutsche, Schweden, Norweger. Es gibt hier kein Ding. Es ist, der macht seinen Job, wie er machen will, weil das ist ja auch für ihn cool, so zu machen. Mhm. Was für Freude kann ich dann dabei haben, ja, dass ich dich anders behandle, wie ich selber nicht behandelt werden. Weißt du, das ist Ding. Das sind nur Anhaltspunkte. Und ich würde mir wünschen, dass du mal kommst, schaust dir an, auch wenn das nur ein Tag ist. Ja. Mach die Erfahrung, das wird deinen Horizont ein bisschen anders beeinflussen. Und dafür sollst du offen sein. Wie gesagt, wirklich, sehr gerne. Jeder ist hier herzlich willkommen und Gott sei Dank haben wir diese Probleme nicht. Und deswegen bin ich auch hier. Hm. Ich weiß nicht, wie in anderen Regionen der Türkei ist. Mittelmeerregion ist so, weil man auch von Touristen lebt, können wir die Touristen nicht anders ansehen, weil die sind unsere Brotgeber, denken die Menschen auf der Straße. Und das ist gut so. Dankbarkeit. Mhm. Das ist gut so. Ja, wie gesagt, sehr gerne würde ich mir das auch mal vor Ort angucken. Mach das. Und wenn du kommst hier in diese Region, schreib mich an. Ich hänge mit dir ein, zwei Tage ab, dass du sagst, hey, du hattest vollkommen recht. Sehr gerne. Auf jeden Fall hätte ja jetzt am Ende definitiv schon auch bei dir alles ein bisschen anders laufen können. Also rein hypothetisch gesehen hättest du jetzt auch in München ein neues Gym haben können und wärst, wie du es gesagt hast, in dem Käfig wieder gefangen gewesen. Ich hätte dich jetzt eigentlich zum Schluss als letzte Frage gefragt, ob du glücklich bist jetzt. Das frage ich dich nicht, weil ich gemerkt habe, dass du glücklich bist. Du wirkst für mich sehr ausgeglichen, sehr angekommen. Deswegen frage ich dich eine andere Frage und zwar, glaubst du an Schicksal? Ich glaube an eine Linie, die kann man als Schicksal bezeichnen. Mhm. 15% nach oben, 15% nach unten ist Toleranz. Mhm. Aber du musst dein Schicksal herausfordern. Weißt du, du kannst nicht ganzen Tag im Bett liegen und sagen, es wird gut um dich. Mhm. Das wird nicht passieren. Du musst manchmal Schicksal und Glück herausfordern. Das heißt, auch Mut haben. Wie ich gesagt habe, Blickwinkel wechseln, loslassen. Loslassen ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich jetzt in beiden Händen was hätte, ich nehme zwei Zitronen, was kann ich noch in die Hand nehmen? Ich kann nichts mehr in die Hand nehmen. Erst wenn ich die loslasse, nehme ich was anderes in die Hand. Die können was Schlechtes sein, schmeißt du weg. Wenn was Besseres ist, hältst du fest. Aber du kannst nicht für Lebensdauer festhalten. Auch Sophia, Antonia, meine anderen Mitglieder, mein Gym, meine Wohnung, mein Auto, mein Leben in München. Je mehr ich losgelassen habe, wir müssen lernen loszulassen. Mhm. Dass wir, weißt du, ich hatte mal das, ich bin deswegen traurig, absolut nicht. Du bist nur für dein Leben und für dich verantwortlich. Gestalte dein Leben, dass du dein Glück findest. Und ich gestalte mein Leben immer. Und das hat mir ein wenig auch Bodybuilding beigebracht. Ich habe meinen Körper geformt. Mhm. Jetzt forme ich mein Leben. Jetzt baue ich mein Leben auf. Neu. Ist schon aufgebaut. Ja. Weißt du, ich hätte gedacht, dass ich einige Sachen aus Deutschland vermisse. Ich könnte dir heute nicht beantworten, was ich vermisse. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vermisse. Mhm. Aber das ist auch deswegen, wie du vorhin gesagt hast, ich habe hier kein Einbußen an Lebensstandard gehabt. Ich habe hier schönes Auto, ich habe hier schönere Wohnung, ich kann essen, was ich will. Hier braucht man genauso Geld wie in Deutschland. Ohne Geld ist hier tot.
Und ich finde, Deutschland ist ein Land zum Arbeiten. Sehr, sehr gut. Wenn man aber Lebensqualität erhöhen möchte, dienen vielleicht ärmere und andere Länder besser. Das ist meine Meinung. Hm. Und die anderen können in anderer Meinung sein. Das ist meine Meinung. Wie soll ich sagen? Man redet über Demokratie und hat mehr Verpflichtungen als Rechte. Und das kann für mich keine Demokratie sein. Hm. Gut. Oh. Von meiner Seite aus sind wir durch. Sorry. Wir sind von meiner Seite aus durch. Willst du noch irgendwas sagen? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen noch, was du zum Schluss sagen willst? Ganz wichtig, das ist mein Schlusswort. Verstehen ist einfacher, wie verstanden werden. Wenn die Menschen einen anderen Blickwinkel haben, kann ich hier versuchen, was ich will. Ich werde nicht verstanden. Mhm. Und das wird mich nicht glücklich stellen. Mhm. Ich habe kein Interesse, irgendjemanden zu belehren oder zu bekehren. Ich habe meine Eindrücke dir weitergegeben. Das Leben ist wundervoll. Wir müssen aufhören, mit Bestimmungen unser Leben zu bestücken. Bestimmung ist für mich, ja, die Frau muss meins sein, die Kinder müssen da sein, das Auto muss sein. Befreien. Einzige Bestimmung ist, dass wir glücklich sein müssen. Mhm. Und wenn wir glücklich sind, dann tun wir keinem anderen Lebewesen weh und keinem anderen Menschen. Und damit müssten wir alle Menschen aufhören. Es ist eine wunderbare Generation. Du, ich, schau mal das an. Durch diese Technologie machen wir das. Ja. Weißt du, wenn wir irgendwann alle sterben und wir reden über das, was wir erlebt haben hier, wir können erzählen, wir haben mal Skype gemacht und andere Menschen werden sagen, ja, ich habe meine Vorhänge um 16 Uhr zugemacht und ich habe alle und alles gehasst. Ja. Und dann fragst du ihn, ja, welche Jahrhundert hast du denn gelebt? Er wird dir 2020 sagen. Du wirst sagen, nee, diese Zeit war sowas nicht da. Ja. Verstehst du? Mhm. Wir sind alle in einem Boot. Wir sollten das schützen und schätzen, dass wir noch glücklicher miteinander gehen. Und ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Nochmal, wenn du Lust hast, schreib mich einfach an. Du hast meine Nummer. Du wirst sagen, wieso ist er so nett? So bin ich immer. Mhm. So sind wir hier. Obwohl wir auch dort waren, wissen wir, dass das auch manchmal blöd rüberkommen kann. Mhm. Dass du sagst, das ist übernett. Nein, das ist Normalität. Ja. Warum nicht? Okay? Ja, wenn unsere Follower dich auf YouTube oder in den sozialen Netzwerken finden wollen, was müssen sie suchen? Ja, Pumping Erchan auf Instagram, da lade ich täglich was hoch. Mhm. Stories, wie du siehst, weniger Post, aber viele Stories. Ich habe hier ein paar Projekte noch vor, was ich auch zeigen möchte, was hier alles möglich ist. Und auf Pumping Erchan wird reine Bodybuilding ein bisschen durch andere Sachen ersetzt. Mhm. Ich will mehr Lebensinhalt und Leben mehr miteinander geben. Ich habe die Möglichkeit, eben Menschen aus Deutschland zu erreichen. Ich will die nicht für hier begeistern, aber ich will für die auch eine andere Form zeigen und Lebensqualität wird Inhalt des Kanals sein. Mhm. Wie soll ich sagen? Es wird Spaß machen. Für mich wäre jetzt, wenn ich jetzt nur angefangen hätte, wieder Videos zu machen, wäre nur Bodybuilding langweilig. Ja. Nur Ernährung auch langweilig. Jetzt ist viel mehr Vielfalt. Ich glaube, wir haben in Deutschland super YouTuber, die nur Bodybuilding anbieten, nur Ernährung anbieten. Ich will ein bisschen vielfältiger sein und das ist Reichtum dann für mich. Mhm. Und ich werde nicht irgendwas zeigen, damit ihr das seht, sondern weil ich das selber gerade sehe, teile ich das mit euch, wie schön das Leben sein kann. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall zum Ende auch recht herzlich bei dir, dass du bei mir in den Podcast gekommen bist. Ich hatte null Vorurteile vor diesem Gespräch. Ich bin sehr viel reicher und mit sehr vielen neuen Gedanken rausgegangen. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und ich hoffe, dass alle Zuschauer auch den Wert dieser Folge verstehen werden, weil meiner Meinung nach ist das wirklich eine der stärksten geworden, die ich bisher gemacht habe. Das freut mich. Ich danke dir nochmal. Wer weiß, vielleicht sieht man sich, hört man sich nochmal und alles Gute auch für Garnicus.
Danke für die Möglichkeit. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute für dein Leben in der Türkei. In diesem Sinne, bleib gesund, macht's gut. Wir sehen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao.